Machen wir weiter. Also, erstmal mal ein bisschen schauen, was habe ich auf der Webseite. Und zwar, wenn man auf die Webseite geht, kann man auf FileMaker klicken irgendwo. Und dann ist man auf der Webseite. Da kann man jetzt das Plugin immer in der aktuellen Version runterladen. Hier gibt es dann auch die eben Vorversionen von dem, was demnächst kommt, die man natürlich auch gern ausprobieren darf. Dann habe ich hier noch in dem Ordner noch mehr liegen. Hier liegen zum Beispiel noch ein paar Vorträge, die ich mal gehalten hatte. Und hier im Libs-Ordner liegen eben auch Libraries für MySQL, PostgreSQL, MariaDB. Kann man ja vielleicht mal brauchen. So. Dann haben wir hier die Seite mit der Dokumentation. Die ist gegliedert nach Themengebieten. Da gibt es inzwischen über 100. Es läppert sich. Dann haben wir, hier oben kann man nach Versionen. Man kann eben auch schauen, welche Funktionen sind für Mac, welche für Windows, welche für Linux, welche sind Cross-Plattform, also in dem Fall Mac und Windows. Welche laufen auf dem Server, welche auf dem Client. Da kann man ein bisschen sortieren und kann sagen, ich möchte jetzt nur Sachen wissen, die zum Beispiel auf dem Server laufen können. Weil hier die Funktion, die da aufgelistet ist, die läuft natürlich nur auf Mac wiederum. Ne? Weil Server ist ja nicht gesagt, dass das dann immer geht. So, dann haben wir hier eine Seite zu Veranstaltungstipps. Da sind jetzt die ganzen Konferenzen noch aufgelistet. Und eben auch hier der Workshop bei der Denkform. Dann haben wir, kann man sich anmelden für die Mailingliste. Da finden manchmal Diskussionen statt, aber in der Regel schreibe ich da nur, was es Neues gibt, auf Englisch. Dann gibt es hier noch ein paar Anleitungen. Das heißt, ich habe mal Artikel geschrieben, wie man zum Beispiel etwas macht, zum Beispiel hier eine E-Mail verschicken. Das habe ich als Blog-Eintrag geschrieben, kann man aber auch eben als PDF runterladen. Dann habe ich hier auch noch die FileMaker Magazin-Artikel. Ich meine, das Magazin habt ihr hoffentlich alle abonniert. Ist ja ganz nützlich und wenn einmal im Jahr ein Artikel einem deutlich weiterhilft, dann hat sich das Abo ja rentiert. Und die Artikel zum MBS-Plugin kann man hier auf der Webseite von mir direkt laden und anschauen. Na, wie zum Beispiel was über Webservice. Das ist dann auch eben auf Deutsch. Wenn der Rest auf Englisch ist, und das liegt einfach daran, dass bei mir die Hälfte von der Kundschaft auf der anderen Seite vom Atlantik sitzt. So, da gibt es hier noch die Release Notes. Da kann man also lesen, was alles neu ist in den verschiedenen Versionen. Und es gibt auch noch eine FAQ, wo natürlich auch ganz viele Fragen beantwortet werden, die man vielleicht schon hat. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal das an, was man bekommt, wenn man das Plugin runterlädt. Dann bekommt man nämlich so einen Ordner. Da drin ist enthalten erstmal lokale Kopie der ganzen Dokumentation. Die kann man also auch ohne Internet durchlesen. Sieht da nicht so schön aus. Dann haben wir hier die Beispiele. Die gehen wir dann gleich mal durch. Hier liegen auch die Guides nochmal als PDF-Dateien. Ist auch immer wieder nützlich. Eine Installationsanleitung. Die Plugin-Dateien müssen nur in den richtigen Ordner kopiert werden. Aber beim Server gibt es da verschiedene Varianten. Dann gibt es hier neue Beispiele, weil das ist schon eine Pre-Release-Version. Und dann die verschiedenen Plugin-Dateien. Hier haben wir zum Beispiel für FileMaker Cloud die Linux-Version. Dann haben wir hier eine Datei für Mac, die ist jetzt für 32 und 64 Bit. Und dann haben wir bei Windows haben wir das getrennt in zwei Plugin-Dateien, 32 und 64 Bit. Ja, Release Notes, Third-Party-Lizenzen und Utilities. Bei Utilities gibt es noch drei Sachen, vier. Das heißt, wir haben erstmal den Runtime-Trigger. Wer noch eine Runtime baut auf Mac, kann die durch dieses Programm verkleinern lassen. Wer auch noch eine Runtime ausliefert und möchte signieren, findet hier eine Anleitung.
Wer Formularfelder im WebViewer ausfüllen möchte, findet hier auch noch ein kleines Programm. Und den Clipboard-Helper, der erlaubt einem in der Zwischenablage, wenn man in FileMaker was kopiert hat, zum Beispiel Skriptschritte, das XML in Text zu konvertieren. Und dann sollte ich vielleicht mal gerade zeigen. So, jetzt nehme ich mal FileMaker, mache eine neue Lösung, Test und so mal einen Knopf dahin, kopiere den. Achso, Skript ist nicht für alles. So, ich mache also ein neues Skript, Test. Etwas setzen. So, und jetzt sage ich hier, kopiere ich das in FileMaker, mache hier Skript nach Text. Und jetzt gehe ich wieder zum Textedit und füge es ein. Dann habe ich das XML, was FileMaker eben in die Zwischenablage legt, kann dieses XML jetzt bearbeiten. Moment, dafür machen wir jetzt mal hier was zum Bearbeiten. Machen wir mal hier eine Test als Variablenname und Hello World. Dann kopiere ich das nochmal, nutze mein kleines Utility, füge das hier ein, kann jetzt hier zum Beispiel den Variablennamen ändern auf anders, kann das wieder kopieren, Text nach Skript. Und hier wieder einfügen. Jetzt habe ich da einen anderen Namen stehen. Das ist also manchmal ganz nützlich, so für viele Skriptschritte mal zu ändern oder Variablen in längeren Skripten zu ändern. Also bestimmt findet es der ein oder andere nützlich. Es gibt auch im Plugin eben, auf der Hilfeseite kann ich das ja mal zeigen, es gibt da auch die Zwischenablagebefehle. Da gibt es nämlich hier eben auch GetFileMaker-Data, wo man sich eben diese FileMaker-Sachen abfragen kann und dann eben auch Skripte, Skriptschritte, Layouts, Custom Functions, Tabellen, Felder und Layouts im alten Format. Und die kann man dann direkt halt zu Text konvertieren, kann die zum Beispiel in eine FileMaker-Datenbank als, wie soll man sagen, Snippet-Datenbank ablegen, kann die dann auch jederzeit wieder in die Zwischenablage reinladen mit Z-FileMaker-Data. Ja. Da kann man sich also eine eigene kleine FileMaker-Verwaltung schreiben für so Code-Snippets als Datenbank. So, dann habe ich noch das Form-Utility. Das heißt, wenn man eine Formular-Webseite hat, ich nehme da jetzt einfach mal Google, so, ich habe jetzt mal Google, das hat jetzt hier eine Formularseite, da kann ich ja mal Hallo eintragen. Und dann kann ich hier auf Formulare und Felder klicken und dann sehe ich hier die ganzen Formulare auf der Webseite samt aller Felder. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, hier gibt es ein Feld namens Q im Formular namens F. Und das enthält auch den das Value, also den Text, den ich eben eingetippt habe und das ist mein Feld und hier unten stehen jetzt halt die Skriptbefehle, die ich benutzen kann, um dieses Feld in dem Webviewer in FileMaker auszufüllen. Dadurch kann ich dann Formulare ausfüllen in FileMaker und wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, regelmäßig bei einem bestimmten Lieferanten über einen Online-Shop etwas bestellen muss, kann ich halt die Formularfelder für diese Bestellung automatisch ausfüllen. Ich will immer automatisch meine eigene Adresse als Lieferanschrift eintragen. So. Danke. So, das sind also die kleinen Programme, die hier noch mitkommen. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Beispiele an. Zum Beispiel, fangen wir mit dem Style Text an. So, jetzt hat das initialisiert. So, also ich habe hier ein Textfeld
in FileMaker. Der Benutzer kann hier Text eingeben. Da kann ich auch mal hier die Formatierungsleiste anmachen. Kann ich hier noch was dazu schreiben. Man kann da zum Beispiel mal die Größe hochsetzen und fett und unterstrichen, kursiv, italien, so weiter. So, jetzt kann ich das Skript laufen lassen und er setzt mir halt in eine PDF-Datei, die ich auch wieder exportieren kann. Setzt er mir den Text rein. Das ist halt für sämtliche Texte, die ich im PDF generieren möchte, mit dem Plugin. Das ist halt sehr nützlich, dass ich eben diese Formatierung übernehmen kann. Jetzt schauen wir uns mal so ein Skript an, wie das überhaupt funktioniert. So, und das ist jetzt halt, wie soll man sagen, typisch ein Skript mit MBS-Plugin. Man hat unglaublich viele Zeilen, variable Sätzen. Das ist nämlich der normale Aufruf. Das fängt an hier mit der Trace-Funktion. Die Trace-Funktion erlaubt einem, alle Plugin-Aufrufe mitzuschreiben, die das Plugin macht. Entweder halt bei Mac in die Konsole-App, bei Windows in die Debugview-App oder eben in eine Textdatei, wenn man da noch einen Pfad angibt. Das Plugin schreibt dort alle Aufrufe mit. Man kann später, wenn man einen Fehler sucht, diese Textdatei oder eben die entsprechenden Log-Einträge durchschauen, ob es da irgendwelche Fehler gibt und auch eben sehen, welche Parameter wirklich übergeben wurden. Das sind nämlich nicht immer die, die man meint. Vor allem, wenn man sich dann aus Versehen mit einer Variable vertippt. Sagen wir mal, ich schreibe mal hier PDF mit 2F. Dann ist das ja ein Fehler, den man vielleicht nicht direkt findet. Moment, wieso weg? Also normalerweise, wenn diese Funktion korrekt arbeitet, dann würde der jetzt merken, dass hier das PDF eben nicht deklariert wurde, also wurde nicht vorher definiert, und würde dann hier einen roten Text anzeigen. Gut, macht er jetzt nicht. So. Ist aber auch eine Beta-Version vom Plugin, ne? Da ist immer mal wieder etwas umgebaut. So, dann haben wir hier das Setzen der Schrift. So, also wir schreiben hier ein PDF. Wir fangen an, indem wir einen Aufruf machen von dynapdf.new. Damit starten wir eine neue PDF-Session. Also man kann mehrere parallel haben, zum Beispiel am Server, wenn man mehrere Skripte parallel laufen. Jede PDF-Session hat eine eigene Nummer, die wird dann in der PDF-Variable hier abgespeichert. Dann kommt der nächste Aufruf, der sagt jetzt eine Seite anfügen an das PDF. Da übergeben wir eben diese PDF-Nummer, richtig geschrieben. Und dann wird halt eine Seite hinzugefügt. Hätte ich mich jetzt hier vertippt, hätte nachher die Funktion gemeckert und das hätte ich dann in dem Trace-Log eben gesehen oder ich hätte natürlich im Debugger auch in dieser Variable R das gesehen. Aber wenn ich das einfach durch das Skript durchlaufen lasse und hier halt keinen Code habe, der auf Fehler prüft, dann wird es sonst vielleicht nicht auffallen. So, dann setze ich meine Schrift, in dem Fall Helvetica. Das ist eine von diesen PDF-Schriften, die immer da sind. Ne, da gibt es eine Liste von 14 Schriftschnitten, die halt immer verfügbar sind und alle anderen Schriften müssen entweder eingebettet werden oder auf dem Zielsystem vorhanden. Und dann geben wir hier halt an, Stil 0 ist halt normal, also nichts Besonderes, und Schriftgröße 12. Ich könnte hier auch Bold oder Italic angeben, dann wird das halt kodiert als Zahl und dann kann ich halt hier eine bestimmte Schrift nehmen, auch mit Fett zum Beispiel. Dann fragen wir hier mal ab, wie groß ist die Seite? Standardmäßig ist das ja DIN A4 bei DynaPDF. Das heißt, da bekomme ich jetzt die Größe von einer DIN A4-Seite zurückgeliefert. Ich kann aber auch jede beliebige Seitengröße nehmen. Einerseits dadurch, dass ich dann SetPage-Format aufrufe und sage, hier, ich hätte gern A3 oder ich hätte gern US-Letter. Oder ich sage halt mit SetPage-Width, ich hätte gern so eine für Punkte Breite. Wobei PDF normalerweise in einem 72 dpi-Raster halt rechnet mit den Punkten. So, was halt nur das Raster ist, ich kann auch dünnere Linien machen, als das Raster groß ist. So, dann setze ich hier eine Füllfarbe, standardmäßig RGB. Ich kann es natürlich auch ändern auf CYK zum Beispiel. Und 000 ist schwarz. Dann definiere ich für dieses White Style Text ein Textrechteck, das heißt, diese Fläche, wo mein Text hin soll,
markiere ich und dann schreibe ich diesen Style-Text raus. Alignment ist left und der Text kommt aus dem Feld, wird dann eben mit diesen ganzen Stilelementen übertragen. Ich kann aber auch manuell Convert-Style-Text aufrufen und diesen Text mir übersetzen lassen in die Steuerbefehle, die das Dynapdf versteht. Dann kann ich mit Endpage die Seite wieder beenden, das PDF dann mit dem Save-Befehl rausschreiben in eine Variable, die ich dann hier unten im Feld setze und diese PDF-Umgebung freigebe. Ja. Das ist jetzt einfach mal ein Beispielskript. Die laufen eigentlich immer so ab. Sehr viele variable Sitzenzeilen. Ich übergebe immer irgendwelche Referenzwerte an Funktionsaufrufe, weil anstelle von einer Funktion zu schreiben, die vielleicht 50 Parameter hat, habe ich mich dazu entschieden, jeden Parameter, den man vielleicht setzen kann, als einzelne Funktion zu haben. Dann kann ich nämlich das wesentlich einfacher haben. Also man ruft dann die entsprechende Funktion auf, die macht dann eine Kleinigkeit, ne, zum Beispiel hier Farbe setzen. Und dafür muss ich dann, wenn ich den Text schreibe, nicht mehr irgendwie die Anfangsfarbe mitgeben als Parameter. Die ist dann schon vorher gesetzt. So, gibt es dazu Fragen? Ja, ich habe eine Frage an dieser Aufruf, weil für mich ist es so ein bisschen neu alles. Ne? Zum Beispiel dieses Variable setzen mit dem $R. Also man benutzt also diese Variable setzen Funktion dafür, um die entsprechende MBS Funktion aufzurufen. Ja. Und was in der Variable R steht, ist eigentlich relativ egal. Es sei denn, es kommt eine Fehlermeldung. Ne? Ja. Es gibt da sicherlich auch Funktionen, die nichts zurückgeben. Ja, das Nicht-Zurückgeben gibt es eigentlich nicht. Die melden dann halt okay zurück oder so. Ja, das Plugin kann halt nur Funktionen definieren. Es gibt ja diesen Feature-Request, dass wir auch Skriptschritte definieren können. Wird vielleicht irgendwann mal kommen. Aber solange können wir halt nur Funktionen definieren. Die Funktion braucht einen Platz, wo sie aufgerufen wird. Ich könnte natürlich auch alles mit Feldwertsätzen machen oder mit Dialog anzeigen und ich muss halt irgendwo eine Berechnung haben, wo ich mein Plugin aufrufen kann. Ich kann auch mit Sätze var, ne, gibt es ja auch, kann ich mehrere Aufrufe bündeln in einen Schritt, in eine Berechnung. Ne? Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Aber in der Regel in meinen Skripten ist es immer Variable setzen und zwar ziemlich oft. Und die Rückgabevariable ist halt wirklich meistens egal, weil die Skripte, die ich als Beispiel rausgebe, in der Regel keine Fehlerüberprüfung haben. Also ich müsste jetzt eigentlich hier prüfen, ne, da könnte ja ein Fehler kommen, könnte sagen, hier Dynapdf ist gar nicht initialisiert, was lief ja hier um, könnte ein Fehler kommen, Arbeitsspeicher ist voll, ne, kann keine Instanz mehr anlegen, hier bei Appendpage könnte auch sowas kommen wie Arbeitsspeicher ist voll. Bei Setfont könnte eine Fehlermeldung kommen, was weiß ich, die Schrift gibt es nicht oder die Schrift gibt es nicht mit Fett oder mit Italic oder was. Oder es ist in dem Fall keine Seite offen oder so. Hier GetPageWiz könnte ja auch eben irgendeine Fehlermeldung zurückgeben, obwohl unwahrscheinlich. FillColor könnte sagen, hier, ich habe CYK, da brauche ich 4 Zahlen. Ne? Also jede Funktion könnte einen Fehler melden. Und wenn man das, wie soll man sagen, richtig korrekt machen würde, dann müsste man natürlich nach jedem Aufruf gucken, ob ein Fehler ist und entsprechend reagieren. Also sozusagen sowas wie Skript beenden, wenn Fehler, dann irgendwie Log schreiben und dann raus. Oder man schreibt sich das alles in verschiedene Variablennamen und hat dann unten ein kleines, was ist, if R1 gleich okay und R2 gleich okay und R3 gleich okay und R4 gleich okay, dann irgendwann. Aber in der Variable R sind in der Regel keine Berechnungsergebnisse, das nicht. Ne? Da kommt dann hier die Nachricht. Also die Funktion jetzt irgendwas Zufälliges in Java auch, oder eine Funktion ein Berechnungsergebnis zurückliefert und dann, ja, dann arbeitet man mit der Variable R. Jetzt könnte man viele abfragen, das ist richtig. Aber zum Beispiel ist eine Funktion jetzt zum Beispiel ein Berechnungswert zurückgibt, in die Variable R schreibt und man verarbeitet das weiter. Das funktioniert. Das kann man machen. Ja, man kann natürlich die Werte weiterverarbeiten. Ja. Aber in dem Fall hier, setFillColor wird okay melden, setTagger wird okay melden. Ne? Also hier ist es, das ist ja oft, ist das Ergebnis egal. Und dann habe ich das meistens in so einer Variable, die nur einen Buchstaben lang ist. Ja. Und wenn es was Wichtigeres ist, dann werden die Variablennamen wichtiger, also länger.
Also wäre das eher eine Prozedur sozusagen, ne? Statt einer Funktion. Ja, es sind technisch sind es natürlich immer Funktionen, aber wenn mich das Ergebnis nicht interessiert, dann wäre es in C halt eine Prozedur. Ne? Ja. Christian, gibt es eigentlich ein Scriptsheet, wo man sagt, wenn die Variable R an irgendeiner Stelle ein False liefert, ein Abbrechen, weißt du, was ich meine? Ja, wie gesagt, normalerweise müsste ich jetzt jede Variable auf. Ich könnte hier ich könnte R1, R2, R3, ich könnte jeder Variable hier einen extra Namen geben. Ne? Und dann könnte ich jetzt hier unten drunter sagen. Okay, dann fragst du trotzdem aber jede Variable ab. Ja, klar. So, jetzt habe ich 6 Stück. Jetzt könnte ich hier unten sagen, wenn $R1 und $R2 und $R3 und $R4 und wobei ich da müsste ich nochmal überprüfen, ob die wirklich alle R6 gleich. Okay. Ja, genau, das ist ja klar. Bei diesen Schritt, bei Fehler gehe zu, gibt es ja nicht. Nein. Das Fehler, darum ging es mir. Darum ging's mir. Fehler in FileMaker, das ist ja. Ja, da gibt es auch ein Feature-Request, dass FileMaker überhaupt mal einen Log schreibt mit den ganzen Fehlern. Ne? Das können wir uns mal laufen lassen, das habe ich nicht verzählt. Machen wir mal gerade Debugger. Es gibt keine 6 oder 8. Ja, mal gerade gucken, was da drin steht. Da muss man natürlich gucken. R4 ist 0, ne? Was ist denn R4 überhaupt gewesen? Setfont. Achso, da kriegt man die Nummer von der Schrift zurück. Ja. Gut, das kann ich ja dann. Das könnte ich dann weglassen oder so. Und dann hätte ich halt nur die 5 Dinger da überprüft. Wobei das mit der Schrift ist dann das, was noch am ersten Fehler kommt, wenn es die Schrift nicht gibt. Obwohl die ist hier ja festgelegt. Helvetica ist immer da. Das kann nicht fehlen. Weil das ist keine Schrift, die vom System kommen muss, sondern das ist eine von den Standardschriften, die festcodiert sind. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Laufweite vom Text anzupassen? Sprich die Zeichenabstände? Ja, ich kann. Ach, die Abstände. Ja gut, da gehe ich jetzt mal nach und guck mal in dem dünner PDF-Manual. Und jetzt müssen wir mal Charakter wissen, oder was meinst du? Oder Space? Charakter Spacing, das meinst du, ne? So, jetzt gucke ich mal, ob ich das Plugin schon ein. Also beim Dyna PDF gibt es über 1000 Funktionen, nur rund um PDF. Die habe ich nicht alle eingebaut. Aber das Charakter Spacing hätten wir drin. Und da kann ich jetzt das Charakter Spacing angeben. Default ist 0. Hier ist 5-mal drin. So, jetzt kann ich diese Zeile hier einfach kopieren hier. Machen wir hier mal neue Zeile. Das, so. Dann gucken wir mal, ob was passiert. Ja. Ja, es hat eine Wirkung. Also ich kann natürlich auch den Abstand festlegen. Ich kann auch eben Steuerbefehle beim WhiteF-Text übergeben und kann das dann direkt auch im Text ändern. Ja, gibt es noch Fragen zu dem Beispiel? Dann haben wir hier noch ein schönes anderes Beispiel. Das habe ich auf der FileMaker-Konferenz gemacht, während der Fragestunde. Das ist folgendes Beispiel. Ich habe hier ein Bild, das hat drumherum einen pinken Rand. Sieht man ja. Und der wird entfernt. Ist nicht perfekt, weil es JPEG komprimiert gewesen und da sind ein paar Artefakte drin, aber im Großen und Ganzen scheint es zu funktionieren. Und da kommen wir jetzt mal zu den Graphics Magic Funktionen zur Bildverarbeitung. Ich lade mit der Funktion gmImage.newFromContainer ein neues Bild aus einem Containerfeld. Übrigens hier kann ich nochmal darauf hinweisen, das Plugin bietet auch diverse Verbesserungen an diesem Berechnungsdialog, wie zum Beispiel rote Klammern, wenn sie falsch sind,
Oder die Funktionsnamen vom MBS-Plugin werden auch rot, wenn es die nicht gibt. Tolle Sache, ne? So, also ich lade ein Bild, kriege ich eine Nummer zurück, die lege ich in der Variable, dann rufe ich hier auf Funktion Hintergrundfarbe setzen. Der setzt einfach mal eine Hintergrundfarbe. Dann kommt hier die Funktion Trim. Die Funktion Trim schaut sich an, was für Pixel sind an den äußeren Ecken von dem Bild. Wie weit geht dieselbe Farbe in das Bild rein? Ach, da sollte ich das Colorfuß sollte ich vorher mal setzen. So. Und entfernt die Bildteile, die halt von außen die gleiche Farbe haben. Mit Colorfuß kann ich angeben, wie unscharf das ist. Wenn ich also einen Pixel habe, der ein bisschen abweicht, dann kann ich hier also sagen, ne, bei 0 bis 255 ist 5, ist ja schon 2% Abweichung. Kann der Pixel also immer noch ein bisschen pink mit einem Hauch grün sein zum Beispiel, dann wird er immer noch getroffen. Dann kann ich hier einen Alpha-Kanal hinzufügen mit der Funktion, Z-Matte. Und dann kann ich mal zum Beispiel mal abfragen, wie ist denn die Pixelfarbe links oben. Und jetzt kann ich halt sagen, ersetzt mir mal alle Farben, alle Pixel mit der Farbe durch hier eine andere Farbe. Und diese andere Farbe ist eben ein transparentes Weiß. Also ob es weiß ist, ist ja eigentlich wurscht. Es ist halt Alpha-Kanal 1, also komplett durchsichtig. Und eben auch mit Toleranz 5. Und dann schreibe ich das Ganze wieder in Container. Und zwar diesmal als PNG-Bild, weil ein JPEG würde ja gar keinen Alpha-Kanal mehr haben. Aber ein PNG kann ja einen Alpha-Kanal haben. Und deswegen schreibe ich das da in Container. Und dann muss ich ganz wichtig das Bild auch wieder aus dem Arbeitsspeicher löschen. Weil mit Bildern, vor allem mit hohen Auflösungen, ist schnell mal der Arbeitsspeicher voll und FileMaker stellt die Arbeit ein, wenn der Arbeitsspeicher voll ist. Plötzlich und spontan kommt ein Dialogbox, batsch, abgestürzt. Oder irgendwelche Layouts sind auf einmal nur noch weiß. Dann hat nämlich FileMaker auch keinen Arbeitsspeicher mehr, um ein Layout zu rendern. So, also dieses Beispiel benutzt hier mehrere Grafikbefehle und baut halt dieses Bild um. Ja. Fragen dazu? Ah ja. So, Java habe ich nicht installiert. Gehen wir also mal durch die Beispiele durch. Interessiert euch irgendwas besonders? Irgendwelche Wünsche? XML. Schönes Thema. Naja. So, da hätten wir zum Beispiel XML-Queries. Ich habe dieses XML. Das ist, Moment, was ist denn das überhaupt? Das ist von FedEx ein Paket. Mal gucken. Achso, Paket-Tracking. Da hat jemand also über einen Webservice abgefragt, zu einer Paketnummer, die Statusinformation und dann kann ich mir hier über eine Abfrage den Status zum Beispiel abfragen, beziehungsweise nur den Text delivered. Der steht jetzt hier in dem XML irgendwo drin, unter einem bestimmten Pfad. Und jetzt kann man sich mal gerade diesen Aufruf hier angucken, beziehungsweise den Aufruf. So. Da wird also gesagt, hier XML Query, übergebe ich das XML. Und dann gibt es hier einen XPath-Ausdruck, der da ausgewertet wird. In dem Fall, such mal durch alle Nodes in dem XML einen, der so heißt, und gib mir den Inhalt als Text zurück. Und dann wird hier noch der Namespace definiert, der eben auch im XML definiert ist, damit wir das überhaupt wissen, was FV6 ist. Ja, macht er diese Abfrage, kriege ich halt diesen Text delivered zurück. Diese X-Query-Passes, also Anfragen, kann ich mir zusammenbauen. Natürlich kann ich mir überlegen und kann dann halt für das jeweilige XML mir die alle zusammenbauen und dann halt den XML-Parser nehmen. Ich kann auch ganz blöd einfach hingehen und sagen, find between. Zwischen dem Tag und dem Tag muss irgendein Text sein, gib mir den.
Das gibt es auch in einigen Beispielen. Wobei natürlich dieses Query ja, hat seine Vorzüge. Weil das ist ein Formalisieren. Und wie ist die in Framework einlesen? Ja, das ist das. Das kommt gleich. Aber das hier ist, also ich habe irgendwo ein XML, meistens von irgendeinem Webservice oder zum Importieren und kann dann halt Anfragen laufen lassen. Diese Anfragen können eben zum Beispiel gehen, dass man bestimmte Attribute abfragt oder dass man hier durch alle Nodes geht und sucht einen, der einen Lokalnamen, also Name ohne Namespace hat, einen bestimmten Text. Dass man dem Plugin sagt, hier 2 war das, glaube ich, das Rückgabe als Text. Da wird es nur als Text gemacht, beziehungsweise ich kann mir auch, wenn ich mehrere Werte habe, die als Liste zurückgeben lassen. Oder hier, ich kann zum Beispiel, hier gibt es zum Beispiel mehrere Company Name Nodes, weil es eben eine Liste ist mit Datensätzen, kann ich mir hier Wert vom zweiten, also Index 2, 0, 1, 2, das wäre dann der dritte, zurückgeben lassen. Ne? Da gibt es halt verschiedene Optionen. Oder ich kann hier ein XML abfragen, wo halt Namespace drin ist, kann aber hier Option 8 angeben, er schmeißt die Namespaces raus und ich bekomme das Ganze ohne Namespace. Dann muss ich mich nicht um Namespaces kümmern, was ich persönlich toll finde. So, dann haben wir den XML-Import, das heißt, ich bräuchte jetzt eine XML-Datei. Moment. Ich mache mal gerade ein XML, indem ich mal einen Datenbank-Design-Bericht mache. Ach, die muss ich aufhaben. Also Datenbank-Design-Report von der Kontakte nach XML. Speichern. So. Jetzt gehe ich hin und nehme die. Das ist nicht. Das ist die Übersicht. Test mache ich mal kurz auf. Ändere ich mal das Format auf UTF-8. Dann sage ich hier mal importieren. Da läuft jetzt ein Skript, das ein bisschen was macht. Nicht. Das Skript können wir uns mal gerade anschauen. Das Skript hat, glaube ich, mehr zu dem Fortschrittsbalken als zum Rest. Das Entscheidende ist hier Textdatei einlesen, XML-Import-Funktion ausführen und dann ist hier die Schleife, die abfragt, wie weit wir schon sind. Und wenn wir Status nicht mehr working ist, dann ist fertig. Also eigentlich wird nur diese eine Funktion aufgerufen und dann wird gewartet. Mhm. Weil das Programm, das Plugin macht das ja, wenn FileMaker eine Pause macht und nichts zu tun hat. So, wenn ich jetzt in die Tabellenliste gehe, habe ich einen Haufen Tabellen bekommen. Zum Beispiel eben zu jedem Skriptschritt in diesem Report gibt es hier zu jedem Skriptendatensatz eine Tabelle. Gibt es zu jedem Skriptschritt, gibt es Datensätze. Ja. So, jetzt kann ich mir zum Beispiel eben hier für die Skripte, kann ich mir ein neues Layout bauen. Mal Layouts verwalten, machen wir mal neu. Tabelle wäre jetzt zum Beispiel Scripts. Ja, weiß nicht. Mal, zeig mal was an. Gut, da ist ja zum Beispiel nicht so viel drin, was mich interessiert. Das sind nämlich Skripts. Da machen wir noch eins. Dann machen wir mal Skript. So. Ah, da sind auch die Namen drin. So, dann hätte ich jetzt hier zum Beispiel eben zu jedem Skript, ne, hat er die entsprechenden Tabellen angelegt. Die Tabellen haben immer eine eindeutige OID als Feld,
als Primary Key. Tabellen haben alle eine eindeutige ID, haben einen Zeitstempel und eben noch eine ID für den Parent Record. Das heißt, man kann im XML durch die einzelnen Ebenen wieder zurückfinden, was wozu gehört, indem man eben diese Keys verknüpft. Das heißt, ich sehe hier das Skript und kann dann natürlich auch, wenn ich dann die Script-Steps durchgehe, kann ich da immer sehen, die Parent-ID, also zu welchem Skript das gehört. Ja. Jetzt kann ich natürlich mir irgendwie meine eigene Layouts bauen, meine Skripte, die das weiterverarbeiten. Und ich hatte zum Beispiel meinen Kunden hier, der hatte das Beispiel, dass er jeden Monat eine neue Adressliste bekommen hat mit 250.000 Adressen, hat also jeden Monat dieses kurze Skript durchlaufen lassen, was diese Adressen importiert hat, und dann konnte er auf diese Adressen zugreifen. Er hat sich die passenden Layouts gebaut und ein paar Suchanfragen, um da was zu suchen drin. So, und dann können wir hier noch XML formatieren. Ich habe also hier zum Beispiel mal einen XML-Text und kann jetzt hier sagen, mach mal kanonisch, also, oder formatier das mal. Ja, das kann das Plugin auch. Das wäre halt XML. Fragen dazu? Dann vielleicht mal ein Thema, was euch mehr interessiert da hinten. E-Mails. E-Mails ist auch ein schönes Thema. Dann fangen wir mal hier mit dem ganzen Curl an. Und da mit E-Mail. Da hätten wir jetzt zum Beispiel einen E-Mail-Parser. Das heißt, ich habe hier eine E-Mail im Quelltext mit allerlei Sachen drin und drücke den Parse-Knopf und dann hat er sich halt die Betreffzeile, das E-Mail-Programm, den Text, den HTML-Text, die Adressen, die hier vorkommen in der E-Mail und den Anhang separiert. Das ist jetzt so ein Testprojekt. Geht auch vom Skript her nicht so schwer. Das heißt, ich rufe die Parse-Funktion auf vom Plugin, bekomme dann die Nummer von der geparsten E-Mail, kann dann über die einzelnen Funktionen hier abfragen, Betreffzeile, Text, HTML, auch das Datum kann ich abfragen, Sendedatum oder Empfangsdatum. Ich kann die Adressen abfragen, ich kann durch die Liste der Attachments gehen, kann die halt in Datei schreiben oder eben in Container. Ich kann mir die Inline-Bilder holen, wenn da welche drin sind, und auch Header-Einträge kann ich durchgehen, da suchen wir hier zum Beispiel das E-Mail-Programm raus. Das ist jetzt, wenn ich die Datei schon, die E-Mail schon habe. Wenn ich die E-Mail jetzt zum Beispiel runterladen möchte, gesagt nicht stören. So, wenn ich jetzt dieses Beispiel hier nehme, da wird jetzt eine E-Mail runtergeladen in dem Skript. Das heißt, ich mache eine IMAP-Verbindung auf zu diesem E-Mail-Server, den ich natürlich hier in das Feld noch schreiben müsste. Also was weiß ich, IMAP hier, und dann steht da, was weiß ich, imap.gmail.com oder was. Dann würde ich in dem Fall einen Progress-Dialog anzeigen, würde eine neue Curl-Session starten, würde diese URL von dem IMAP-Server an das Curl übergeben, würde noch Benutzername, Passwort übergeben, und dann kommt halt in dem Fall ein IMAP-Befehl. Also wenn ich einfach nur die Inbox angebe, würde mir per Default Curl einfach nur die Liste geben mit den IDs von den E-Mails als Liste. Und dann könnte ich für jede E-Mail nochmal einen Aufruf machen, um die einzelne E-Mail abzuholen. Oder ich mache das halt selber, indem ich halt hier zum Beispiel eben einen IMAP-Befehl schicke. Dafür muss ich mir natürlich die IMAP-Spezifikation einmal holen und diese ganzen Befehle mal durchschauen. Dieser Befehl hier, Fetch, holt die E-Mails, und zwar 1 bis Sternchen, von also alle E-Mails, und holt mir da insbesondere das Message-ID-Feld aus dem Header. Dann bekomme ich also eine Liste mit immer Nummer und der Message-ID und kann halt sehen, welche E-Mails ich habe und welche Message-IDs ich habe. Das mache ich hier in dem Beispiel, damit ich halt gucken kann, ob ich die Message-ID schon kenne. Dann habe ich die E-Mail schon geladen und brauche sie nicht nochmal zu laden. Weil die IDs sind immer die laufende Nummer im Postfach, die ändern sich, wenn da mal eine E-Mail dazukommt oder weggelöscht wird. So, mache ich hier Perform
wird der Transfer durchgeführt. GetResult als Text ist dann die Liste der E-Mails. Und dann kommt hier eine Schleife und er geht diese E-Mails durch. Für jede E-Mail schauen wir nach, ob wir die Message-ID schon haben. Und wenn wir sie schon haben, ob wir die E-Mail löschen sollen. Und dann macht er dann den entsprechenden Aufruf hier, indem er das Flag setzt, dass diese E-Mail zu löschen ist. Wenn es eine neue E-Mail ist, die wir noch nicht kennen, dann macht er eine neue Curl-Abfrage und übergibt da die UID von der E-Mail, um die E-Mail halt runterzuladen. Und wenn wir die E-Mail runtergeladen haben, wird die dann an das Parse-Skript hier übergeben, um halt die E-Mail zu parsen. Ah, kann ich jetzt draufklicken und sagen, hüpf mal hin. Und dann springt der hin. So, dann wird die E-Mail geparst hier. Und dann geht die Liste durch, bis ich alle E-Mails habe. Und am Ende kann ich hier noch den Expunge-Befehl abschicken, der alle E-Mails, die zu löschen sind, auch wirklich löscht. Ich könnte natürlich auch rausgucken, was der IMAP-Befehl ist, um E-Mails zu verschieben. Dann würde ich sie halt in Ordner verschieben. Ja. Wenn man halt E-Mails automatisch verarbeitet, ist es immer empfehlenswert, einen eigenen E-Mail-Account dafür zu nehmen. Damit man nicht mit irgendeinem E-Mail-Programm durcheinander kommt. Ja, Fragen dazu? Ja, wie man sieht, ist ein bisschen Arbeit. Man muss sich ein bisschen Gedanken machen, wie man mit den E-Mails umgeht. Ob man die zum Beispiel löscht, verschiebt oder was. Wie man Doppelte verhindert. Ja. Und dann kann man die E-Mail halt parsen und kann zum Beispiel irgendwelche... Ja, da gibt es ja verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass man die Anhänge immer direkt importiert in die Datenbank oder dass man in der E-Mail irgendwelchen Text ausliest, den man dann als Befehl interpretiert oder ob man da irgendwie Bestellung automatisch kriegt und die auswertet. Da muss man sich dann überlegen, was man macht. So, da können wir auch E-Mails schicken. Da habe ich dann einen SMTP-Server, Benutzername, Passwort, habe dann eine Betreffzeile, eine E-Mail-Adresse, wo es hingeht, einen Namen als Absender, Empfänger eben auch als Name und E-Mail-Adresse. Das Plugin kodiert ja all die Umlaute wunderbar, sodass auch eben diese Smileys durchkommen. Man kann Plaintext und HTML angeben. Wenn man jetzt eine HTML-E-Mail verschickt, sollte man sich immer dran denken, wenn man zum Beispiel bei Programmen wie Apple Mail die Übersichtsliste sich anschaut mit den E-Mails, dann kriegt man diesen Plaintext eben angezeigt als Übersicht über die E-Mail. Das heißt, man kann da durchaus verschiedene Sachen hinschreiben und sozusagen hier eine 3-Zeilen-Zusammenfassung für das Apple Mail-Programm und dann die lange Variante im HTML mitschicken. Das machen andere E-Mail-Programme ja auch. So, dann kann man sich eine E-Mail bauen lassen und kann die eben über die... Ach, jetzt funktioniert die Notification. Ja, also es gibt die Möglichkeit, sich über das Plugin Notification anzeigen zu lassen, wenn in einem Skript etwas schief läuft. Auch sehr nützlich. Kann man halt einschalten, indem man die Notifications in den Systemeinstellungen für FileMaker anschaltet. Und wenn das Plugin halt einen Fehler meldet, in dem Fall jetzt gibt es die Datei hier nicht, die ich da verschicken möchte, dann bekomme ich eine Meldung. Ja. Und wenn ich jetzt den E-Mail-Server eintrage mit Passwort und Username, dann kann ich auch natürlich auf Send klicken. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Fragen dazu? Da kann man dann mehrere Anhänge. Ja. Einer der Wünsche, warum ich das halt eingebaut habe, war eben mehrere Anhänge, weil FileMaker das von Hause aus ja nicht so macht. Und eben auch das Kodieren von Texten so, dass sie am Empfänger auch ankommen. Und halt die ganzen Umlaute und Sonderzeichen. Ne? Und eben auch für Betreff und E-Mail-Namen. So. Fragen dazu noch? So, dann schauen wir hier mal an. Erstmal die Curl-Protokolle. Das ist die Protokollliste. Also hier ist auch FTP, HTTP, IMAP, LDAP, POP3, SFTP, SMB, SMTP, also oder TFTP. Also wenn man das mal braucht,
geht alles mit dem Plugin. Schauen wir uns mal einen einfachen Download an. Einfach mal Text runterladen. Kann ich über die Taste drücken? Passiert vielleicht was? Ja. Hier ist der Text, er hat ihn runtergeladen. Hier sind meine Debug-Meldungen, das heißt, ich sehe vom Curl, was es macht. Hier, also er hat die Domainname übersetzt zu einer IP, verbindet sich damit, schickt eine Anfrage los, bekommt eine Antwort und schließt die Verbindung. Das Skript sieht ziemlich einfach aus. Ich starte eine neue Curl-Session. Ich setze als Option meine URL ein. Das kann jetzt eine beliebige URL sein, die Curl halt laden kann. Also HTTP, FTP, SFTP, kann aber auch IMAP, POP3 URL sein. SMTP würde nichts nützen, aber man muss ja was hochladen bei SMTP. Aber sonst, ja. Wenn die URL stimmt, kann er was laden. Dann rufe ich Perform auf und dann wird jetzt hier an der Stelle im Skript gewartet, bis das fertig ist. Das kann auch mal ein Sekündchen dauern. Wenn der DNS-Server nicht antwortet, auch 30 oder 90 Sekunden, je nachdem wie die Timeouts gesetzt sind. Die kann man natürlich auch ändern. Aber wenn ich fertig bin, kann ich mir eben das Ergebnis abholen. Und wenn ich halt Text runtergeladen habe, kann ich auch noch sagen, ich hätte es gerne als UTF-8. Und dann ist das Encoding auch richtig. In dem Fall, weil das ist ja eine UTF-8-Textdatei. Am Ende immer dran denken, aufräumen oder eben die Verbindung wiederverwenden. Wenn man also mehrere FTP-Transfers zum Beispiel macht, kann man dasselbe Curl-Objekt immer wiederverwenden für verschiedene Dateien und dadurch muss sich das Plugin nicht immer neu verbinden, sondern kann die vorhandene Verbindung nochmal verwenden. So. So, wir können auf dieselbe Art auch ein Bild runterladen. Dann ist halt der Aufruf hier Get Result as JPEG. Da sage ich halt dem Plugin, das Ergebnis ist wohl ein JPEG. Ich hätte es gern als JPEG und es gibt aber auch ein Get Result as Container, was dann automatisch erkennt anhand vom Meme-Typ, was es denn sein könnte. Wenn das Plugin halt ein Bild zurückliefert, dann liefert das Plugin eben auch noch an FileMaker die Größeninformationen und Dateinamen mit, damit FileMaker das schön anzeigen kann. So, dann können wir auch ein Download im Background, also im Hintergrund machen. Wenn ich also jetzt mal dieses Bild runterlade, sehe ich halt hier, dass ich da unten den Text nicht aktualisiert habe. Das heißt, ich lade ein größeres Bild runter, der Transfer findet im Hintergrund statt und ich kann im Vordergrund machen, was ich will, in dem Fall zum Beispiel eben diesen Fortschrittsdialog weiterschieben. Wenn ich FTP mache, kann ich zum Beispiel Dateien hochladen, runterladen, ich kann aber auch zum Beispiel eine Datei löschen, indem ich hier ein Quote, also mit dem Quote-Befehl, einen eigenen Befehl mitschicke, der statt meinem Transfer durchgeführt wird. In dem Fall halt ein FTP-Befehl zum Löschen, der heißt Dele und da kommt der Dateinamen dahinter. Das heißt, ich kann also Dateien hochladen, ich kann sie oben am Server auch umbenennen, löschen, verschieben, ne? Was man halt so braucht. Dasselbe bei SFTP, wobei die Befehle da ein bisschen anders sind. Also der Löschenbefehl heißt dann RM. Ja, und beim List frage ich halt die Liste ab. Hier FTP-Liste only. Ja. Gibt ja immer wieder den Fall, dass man irgendwo eine Datei hoch oder runterladen muss. Und dann haben wir hier noch die Web-Services-Beispiel. Naja, dann gucken wir mal das Beispiel von der Schweizer Post. FileMaker 14. Also das ist jetzt ein Webservice, der benutzt eine XML-Vorlage, die hier in einem Feld sein sollte. Das Feld ist, glaube ich, da. Das auf jeden Fall. Also diese XML-Vorlage wird hier benutzt. Da sind Platzhalter drin für die einzelnen Parameter.
Die werden dann hier im Skript durch Austauschen ausgetauscht. Immer mit Encode to XML vorher kodiert, falls da ein Sonderzeichen drin ist. Dann werden diese ganzen Platzhalter ausgetauscht. Dann wird hier für den Curl-Transfer die entsprechende URL genommen von dem Webservice der Post in der Schweiz. Das XML wird übergeben mit Benutzername, Passwort. Dann kommt noch ein HTTP-Header, wo halt die entsprechenden SOAP-Action drinsteht. Das ist jetzt was Spezielles für Webservices mit SOAP. Und dann noch der Content-Type XML mit UTF-8, damit das Textencoding stimmt. Wenn der Transfer durchgelaufen ist, holt er sich hier über so ein XML-Query das Ergebnis und in dem Fall bei dem Webservice hier, was ist das Fenster? Da, wird halt eine Adresse korrigiert. Jetzt fehlt hier natürlich der Username und Passwort, und wenn es klappen täte, da kommt jetzt eine Fehlermeldung, würde der hier halt hinschreiben, Bahnhofstraße, würde der halt korrigieren und würde es ausschreiben. Das ist halt ein Webservice von der Schweizer Post, um halt Adressen zu korrigieren. So etwas Ähnliches gibt es auch von der Deutschen Post. Wenn man das mal braucht, kann man das natürlich dann einbauen bei sich. Ja, Fragen dazu? Man kann natürlich das XML komplett von Hand zusammenbauen, aber ich finde das am praktischsten, indem man sich halt so ein Template holt. Und meistens steht diese Beispiel-XMLs schon in der SOAP-Dokumentation dabei von dem Webservice. Beziehungsweise man kann dann vielleicht ein PHP-Beispiel nehmen, wo man sich das rausschreiben lässt, was der schickt. Ja, da kann man halt sehen, dass man dasselbe schickt. Wenn es da Probleme gibt, liegt das meistens daran, dass man vielleicht in dem XML einen Fehler hat. Ne, also da gibt es auch XML-Validatoren auf diversen Webseiten im Internet, wo man halt mal ein XML reinstecken kann, kann man überprüfen, ob das überhaupt syntaktisch korrekt ist und man nicht irgendwo eine Klammer falsch gesetzt hat. Und mit den Platzhaltern ist natürlich auch praktisch, weil dann muss ich mir nicht das ganze XML zusammenbauen, sondern immer die Werte einsetzen. Ja. Fragen dazu? Die Beispiele davon sind die in den Examples mit? Ja, alle Beispiele sind im Download enthalten. Ich zeige hier nichts Geheimes. So. Oh, da gab es ein Timeout. So, und jetzt haben wir zum Beispiel hier noch das Beispiel für die Umsatzsteuerprüfung. Können wir mal. So. Also hier frage ich einen Webservice ab von der EU-Webseite, um die Umsatzsteuer zu probieren. Was macht er denn hier? Achso, hier. Wir können hier schon IPv6, der bringt also hier verschiedene IPs und probiert die alle mal durch, aber nur die IPv4 kommt durch. Ja, das WLAN hier ist vielleicht nur IPv4. Ne? Auch wenn der Router nach draußen vielleicht V6 kann und der Rechner V6, ne, geht vielleicht nicht durch. So, dann sieht man hier also den HTTP-Header und den Header von der Antwort. So, und die Abfrage ist in dem Fall, hier ist die URL aus der Dokumentation rausgeholt, die Header. Man muss schon dem Server sagen, was es sein soll. In dem Fall ist es Text-HTML, Text-XML in UTF-8. Und hier ist der Inhalt meiner Abfrage. Und da wird einfach hier die Variable mit dem Land und mit der Nummer eingefügt. Ja, da gibt es keine Sonderzeichen. Das ist ja einfach numerische Eingaben. Manchmal empfiehlt es sich da immer noch so ein Trim drumherum zu setzen. Das ist manchmal ganz nützlich. Ja, da immer mal ein Leerzeichen hinten dran ist oder ein Return oder so aus Versehen. Das merkt der Benutzer nicht, der sieht es nicht, aber es klappt dann nicht. Ne? Wobei ich nicht weiß, ob das XML das nicht auch auf der Seite vom Server dann rausfiltert. So, bei jedem Curl-Transfer sollte ich mir unbedingt die Debug-Meldung holen. Ja, das ist nicht mehr nötig, das war mal. Die Debug-Meldung holen und kann die mal in Feld schreiben. Das heißt, wenn irgendwas nicht klappt, kann ich da nachlesen, was nicht geklappt ist. Da steht dann vielleicht irgendwas, Details drin. Ich Passwort war falsch oder sonst was. Das kann ich zum größten Teil auch aus diesem Fehlercode eben ablesen. Da gibt es verschiedene Fehlercodes. Was war das, zum Beispiel 67? Was war das? SSL-Fehler oder so.
Und da gibt es eine Nummer für falsches Login auch. Und dann kann ich natürlich daran schon entscheiden. Aber meistens geht es halt im Skript nur entweder das. So. Was ist denn hier? Ich habe doch nicht Stürmen an. Wieder aus. So. So, das ist also hier das. Also die Debugmeldung zeige ich immer an, damit ich gucken kann, ob es einen Fehler gab. Und die Skripte sollen eigentlich durchlaufen, oder wenn das Skript irgendwie einen Fehler meldet, dann muss der sowieso der Admin gucken, also ich in der Regel, was los ist. Und dann gucke ich halt dieses Log, was ich mir halt in extra Feld schreibe. Und dann hole ich mir hier in dem Beispiel die Werte über die Text-Find-Between-Funktion, Country-Code, also einfach zwischen den zwei HTML-Text den Wert. Das ist jetzt mal ohne XPath-Query, einfach nur Textfunktion. Und schreibt das halt hier in die entsprechenden Felder. Also diese Umsatzsteuer-ID von mir, die ist gültig. Muss man ja, wenn man eine Software schreibt, die Rechnungen macht, muss man ja vielleicht die IDs mal überprüfen, damit man keine, ja, dass man die Umsatzsteuer berechnet, wenn halt keine ID da ist. Bei einem Export in ein anderes Land. Ja, Fragen dazu? Dann machen wir das Beispiel mal zu. Sonst noch irgendwelche Fragen zum Curl? Was denn noch hier? Sonst schauen wir uns das nächste Thema an. Kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal was nehmen, solche Barcodes. Barcodes braucht man immer wieder. Das Plugin kann die erstellen. Da gibt es eine Liste von über 100 Typen, die das Plugin kann, weil ich benutze da eine C-Bibliothek namens Zint, die halt Barcodes erzeugen kann. Und da kann ich also hier irgendeine Zahl eintippen. Eine Zahl. Und dann einen entsprechenden Barcode erstellen. Ja, als Bilddatei, auch als SVG oder als PostScript oder als GIF, als TIFF, PNG und so weiter. Und das ist auch im Skript ziemlich einfach. Man ruft das Generate auf, da kann man dann einige Parameter übergeben. Unter anderem hier eben den Barcode-Typ und den entsprechenden Text. Wenn ich jetzt mal gerade in die Dokumentation gehe, da stehen hier eben auch die einzelnen Typen drin, die der alle versteht. Und dann gibt es noch einen Haufen optionaler Parameter, zum Beispiel kann ich mir eine Größe wünschen, wobei die meisten Barcode-Typen ist halt abhängig vom Inhalt selber berechnen, wie groß sie werden. Ich kann Barcodes rotieren, ich kann sie etwas größer machen, indem ich sie hochskaliere. Ich kann den Hintergrund transparent haben, kann auch den Text ausblenden oder ein Text-Encoding angeben. Und dann haben wir hier also Beispiel, was zum Beispiel ein Barcode macht, der dann auch transparent ist. Zurück bekomme ich in jedem Fall einfach nur eine Nummer und das ist die Nummer für das Bild im Arbeitsspeicher. Wenn dieses Bild, naja, wenn ich halt eine Nummer zurückbekomme, in dem Fall teste ich das einfach mal, ob es größer 0 ist. Wobei eigentlich müsste ich hier sagen, ist Error gleich 0, das ist sauberer. Größer 0 könnte ja auch eine Fehlernummer sein, wo ein Text drin vorkommt, dann würde FileMaker immer noch sagen, da ist eine Zahl drin, also Fehlermeldung mit Zahl drin, würde FileMaker die Zahl immer noch finden. So, wenn ich jetzt eine Zahl, eine gültige Zahl habe von so einem Bild, kann ich das eben in Container schreiben, kann ich sogar einen Dateinamen angeben und dann kann ich das Bild aus dem Arbeitsspeicher entfernen. Oder ich kann natürlich meinen Barcode auf ein anderes Bild wieder platzieren, weil ich kann ja diese Bildverarbeitungsfunktion kombinieren. Oder ich schreibe mein Bild als Vektorgrafik über DynaPDF auf eine PDF-Seite. Da hatten wir zum Beispiel mal dieses Beispiel, wo ich ein PDF mal importiere.
und dann einen QR-Code auf die Seite schreibe mit dem Dateinamen oder mit der Record-ID. Dass man dann, wenn man diese Seite ausdruckt und später nochmal einscannen möchte, kann man sich das sparen, indem man einfach mit dem Barcode direkt die Zuordnung macht. Hatte ich zum Beispiel mal mit einer Firma, die haben also so Formulare zum Unterschreiben erzeugt, haben Barcode draufgeschrieben und dann haben sie die einem Kunden gegeben, der sollte das unterschreiben und der sollte nichts dran ändern. Und dann konnten die einfach den Barcode einscannen, dann wussten sie, welches Formular gemeint war. Und haben gesagt, das ist nicht geändert, Unterschrift ist da, haben Häkchen gemacht in der Datenbank und haben das Ding abgeheftet. Ja, da kann man sich das einscannen oder sonst wie irgendwie erkennen, sparen. Und FileMaker Go hatte jetzt sogar einen Barcode-Scanner eingebaut. So, und Barcodes können wir auch erkennen. Wenn man also einen Barcode hat, einigermaßen scharf ist und einigermaßen auch nur der Barcode auf dem Bild ist, dann kann man den durch die Erkennung jagen und der stellt dann fest, was das für ein Barcode vielleicht sein könnte und was für ein Text der hat. Ja, wenn ich jetzt also hier in dem Generation-Beispiel habe ich jetzt diesen Barcode erzeugt, füge ich den mal da ein und dann mache ich hier ran und dann habe ich meine Nummer von oben wieder raus, allerdings natürlich plus Prüfziffer. Ja. Also mit Barcode können wir einiges machen. Und das schließt natürlich auch QR-Codes ein, die man ja heutzutage auch für viele Sachen braucht. So, nächstes Thema. Was interessiert? OCR. Was? OCR, ja, OCR ist ein schönes Thema. Da benutzen wir die Tesseract Engine und da gibt es auch Sprachdateien für verschiedene Sprachen. Ich habe da mal 5 hier hingelegt. Die anderen kann man sich ja runterladen. Das ist eine Open-Source-Bibliothek, mal von irgendeiner Firma, ich weiß nicht mehr, entwickelt wurde. Wurde dann später als Open Source freigegeben. Ist also eine ziemlich gute Texterkennung. Eigentlich natürlich seit vielen Jahren nur noch von der Open Source Community weitergetrieben. Und funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt hier mal einen englischen Text und hier habe ich noch einen Text. Das Entscheidende ist immer bei Text, dass die Auflösung passt. Dass ich also Text habe, der nicht zu gering aufgelöst wird. Ich kann jetzt mal ein Beispiel machen. Machen wir mal hier einen Screenshot. Wobei, machen wir mal hier einfach mal ein bisschen größer. So 150 dpi aufwärts. Ne? So, ich mache jetzt mal einen Screenshot. Ich habe es extra vergrößert, damit das eben von der Auflösung ein bisschen höher ist. Zieh das mal hier rein und drücke mal an und bin mal gespannt. Ach ja, das hat er ja ziemlich gut erkannt. Also viele OCR-Aufgaben, wo wir das OCR brauchen, sind auch schlicht und einfach Screenshots. Beziehungsweise, ich hatte jetzt mal einen Kunden, der hat hier iPhones abfotografiert. Ne? Halten Sie das iPhone bitte genauso in die Kamera und dann hat er das beschnitten, dass dann nur eben die Stelle war, wo der Text sein soll. Ne? Also das war wirklich so, Bild in die Kamera halten und dann bitte nur den Ausschnitt in das Kästchen, wo halt die Seriennummer drin steht und dann hat er die automatisch erkannt. Über das OCR hier. Muss man das Bild ein bisschen vorbearbeiten, weil das ist, glaube ich, schwarze Schrift auf silbernem Hintergrund. Muss man vielleicht ein bisschen Kontrast erhöhen und das in Schwarz-Weiß-Bild vorher umwandeln, damit es besser mit der Erkennung klappt. Aber an sich, ja, geht oft ganz gut. Oder wir haben Leute, die scannen Dokumente und dann steht immer links unten oder rechts oben eine Nummer oder so. Ja, also schreiben die vorher schon so mit einem Aufkleberchen ihre Nummer drauf, ne, auf die Dokumente und dann wird das eingescannt und dann kann man diese Nummer am unteren Rand wiederfinden, indem man eben bei dem Scan einen Ausschnitt sich holt nur und das dann durch das OCR jagt. Was man auch machen kann, ist eben mit dünner PDF. Ich kann also ein PDF machen und dieses PDF hat jetzt den Text von meinem Scan drin. Das heißt, ich kann hier jetzt markieren, weil der Text ist unsichtbar über das Bild gesetzt. Ich kann den auch sichtbar draufsetzen. Dann sehe ich halt,
von der Position her ungefähr, wo er erkannt wurde und habe ihn trotzdem drin für halt irgendwie Spotlight, Volltextsuche im Dateisystem oder zum Markieren. Ja. Ist natürlich auch nützlich für hier, ne, für das kann ich da highlighten. Ne. Ja, dann kann ich ihn jetzt trotzdem markieren. Ne. Obwohl es halt ein Bild ist, was ich sehe. Ne. Das, wenn ich da ranzoome, sieht man halt, das ist Vektorgrafik und das hier, das D ist natürlich scharf, das ist, also das ist Vektorgrafik, das ist eine Bitmap. Ja, noch ein Thema, was interessiert? Sprache in Text und Wandel, hast du das? Text nach Sprache, das schon. Ja, das, der Skriptschritt in FileMaker, der zum Sprechen, der ist ja kaputt. Der läuft ein paar Mal und irgendwie nach 100 Mal vorlesen, stürzt FileMaker ab. Deswegen habe ich ja mal einen eigenen Sprechenbefehl ins Plugin eingebaut und den dann nicht nur für Mac, sondern auch für Windows gebaut. Man kann sich die Sprache noch aussuchen. Bei FileMaker ist halt nur für Mac und eben absturzgefährdet. Aber Sprache erkennen, es gibt zwar sowohl bei Mac als bei Windows auch dafür APIs, aber da habe ich bisher nichts eingebaut. Bei Mac gab es ja mal so eine Text-to-Speech-Funktion schon ewig lang drin. Da gibt man halt eine Liste von Befehlen dem System und das System sagt einem dann, wenn was davon getroffen wurde, ne? Also erkannt. Aber so richtig, so Siri-mäßig, das ist nicht frei verfügbar. Wobei es wäre vielleicht mal interessant, jetzt wo Apple ja APIs anbietet, also wenn dann mal FileMaker, die sind, glaube ich, die APIs sind nur für iOS oder auch für Mac? Naja, also wenn Apple eine API einbindet, man könnte das über das Plugin triggern, könnte man vielleicht da auch Befehle anbieten. Mhm. Alex, musst du dann mal überlegen, was würdest du denn über Sprachsteuerung bei FileMaker machen wollen, wo du nicht sowieso mit der Maus schneller bist? Nein, dann, das geht mir eigentlich darum. Anwaltskanzlei oder überhaupt Büros, sag ich mal, die sprechen oft ihre oder diktieren einfach. Ach, eine Diktierfunktion? Ja, und dann sag ich mal, die Aufnahme in Text umwandeln. Ja, das gibt es ja eingebaut im Mac OS. Ja. Wobei, geht das auch bei einem FileMaker Textfeld? Ja, das geht. Das, also mit dem iPad geht's. Ja, weil die normalen FileMaker Textfelder, das ist ja nicht das, was das System normal benutzt. Ne? Deswegen gibt es da auch nicht die Systemrechtschreibung. Ja, ich will gerade überlegen. Ich könnte aber, wenn es da Bedarf gibt, könnte ich natürlich auch ein Eingabefeld hier übers Plugin hinzufügen, was dann vom System käme und was dann eben auch ein Ziel von einem Dictation-Feature sein könnte. Das wäre meine, ja, beziehungsweise ich könnte eine Dialogbox anbieten. Ja, könnte man mal überlegen, wenn es da Bedarf gibt. Also am besten wäre es natürlich hier einfach ein Feld reinsetzen, wo es dann darüber einen Knopf gibt, diktieren oder so. Dann könnte man über, ne, in das Feld vom Plugin könnte man dann halt ein Diktat reinlaufen lassen, über die Apple-Systemfunktion oder man könnte das auch für Windows bauen, ne, wenn dann Microsoft die Funktion hat. Und dann könnte man halt diesen Text aus dem Feld später abfragen und in ein normales FileMaker-Feld rüberschieben. Ne. Ja, vielleicht machbar. Gut, aber das sind ja, Wünsche gibt es viele. So, was haben wir denn noch? Ah ja, WebViewer wollte ich noch zeigen. Beim WebViewer gibt es sehr viele Sachen, die wir machen können. Das fängt davon an, dass wir einfach mal eine Webseite, ne, als Bild speichern können oder eben als PDF, ne, also die Seite, wie sie halt ist, kann man archivieren als PDF, mehrseitig oder einseitig. Wir können ein
Das ist ja immer wieder ärgerlich. Wenn das Layout zu hoch ist, zeigt er nichts an. Wir können den Truppendialog aufrufen zu einer Seite Webviewer oder auch nach PDF drucken. Moment, wo hat er das jetzt hingelegt? Das da, also ist jetzt in dem Fall ohne Bilder gedruckt. Wir können JavaScript-Sachen aufrufen. Zum Beispiel habe ich hier einen Markdown-Quelltext. Drücke den Convert-Button, bekomme hier den formatierten Text, der hier in dem Feld drin steht. Wobei das hier ist ein Webviewer, der zeigt ein Preview an. Und hier an der Seite ist ein Webviewer, der fast unsichtbar ist. Und in dem läuft das JavaScript ab, was diese Konvertierung macht. Das heißt, ich setze ein ich habe hier ein JavaScript. Initialisierungsskript, lade ich hier in dem Fall entweder eine URL oder eben die HTML-Datei lokal, je nachdem, wo das läuft. Und dann kann ich darauf zugreifen. Und beim Konvertieren setze ich also ein Formularfeld mit dem Eingabetext in meinem Webviewer. Dann rufe ich hier eine JavaScript-Funktion auf, Convert. Und fange hier auch die Fehler ab, also wenn da ein Fehler wäre, so ein Exception in JavaScript, würde ich die dann als Dialog anzeigen. Dann hole ich mir das Ergebnis wieder aus dem anderen Formularfeld und lade es dann auch noch in dem Webviewer halt für die Vorschau. So kann man halt eine JavaScript-Bibliothek ohne jetzt sichtbaren Webviewer laufen lassen. Ne? So, dann kann man zum Beispiel die Links einer Webseite abfragen. Man kann auch die Link-Targets verbiegen. Das heißt, wenn ich halt so Links auf einer Webseite habe, in dem Webviewer, die als Ziel unterstrich blank haben, dann macht der Browser normal einen neuen Tab auf. Der Webviewer ruft dann die Seite in Safari auf oder also in dem normalen Browser auf. Das heißt, ich verlasse mit der Webseite meinen Webviewer und bin weg. Die Link-Targets kann ich aber ändern. Indem ich ein kleines JavaScript laufen lasse, was alle diese Targets eben auf einen leeren Text setzt. Danach kann ich die Links normal benutzen und bleibe im Webviewer. Also das ist, gibt ganz viele nützliche Sachen, die man eben dadurch machen kann, dass das Plugin JavaScript ausführen kann. Ja, also kann ich abfragen, ob eine Seite noch am Laden ist. Kann also ein Skript sagen, lade Webseite und kann dann eine so lange Skriptpause machen, bis die Seite geladen ist. Ich kann abfragen, welche Bilder auf der Webseite sind. Ich kann den Text kopieren, den ausgewählten Text. Ich kann auch den Webviewer scrollen. Achso, muss ich jetzt mal. Ich kann ein paar Voreinstellungen vornehmen, kann zum Beispiel das Laden der Bilder ausschalten. Ich kann mit dem TinyMCE hier einen HTML-Editor laden in den Webviewer. Kann den mit HTML befüllen und auch wieder abfragen. Ich kann auch in einen Webviewer einfach ein Steuerelement laden, was als HTML-Seite realisiert ist. Ne? Also das ist so ein Steuerelement, was in JavaScript geschrieben ist. Ich kann vom Plugin aus halt anschalten, indem ich halt JavaScript-Befehl aufrufe über das Plugin da drin und sage, ich hätte gerne den Wert geändert. Oder ich kann hier ein Skript aufrufen aus JavaScript in FileMaker, was mir halt mitteilt, wenn sich da was ändert. Genauso ist hier der Slider gebaut. Also das ist jetzt ein Slider, den kann ich schieben und bekomme dann eben einen Skriptaufruf jeweils, der das Feld setzt. Also das Skript hier, Value Change, wird aufgerufen, das holt sich den Skriptparameter und schreibt es ins Feld. Oder ich kann auch hier was reinschreiben und dann auf Setzen drücken und der ruft halt das JavaScript auf, was den Slider verschiebt. So, und dann gibt es hier noch ein Zeichenprogramm.
initialisieren. Das läuft im WebViewer. Ich kann hier etwas zeichnen. Ja. Hier so Sprechblase malen. So, und kann das Gezeichnete dann in ein Feld speichern. Ich kann auch aus einem vorhandenen Feld etwas laden. Wenn ich was lade, kann ich auch ein Bild einbetten in das SVG, ein JPEG oder ein PNG direkt und kann das halt mitladen. Und da hatte ich mal einen Kunden, der hat Bilder gehabt, so von Ärzten, die haben Aufnahmen, Röntgenaufnahmen und so. Und dann konnten die das da laden und konnten da irgendwie eine rote Linie malen oder einen Pfeil hindeuten, wo was ist. Ne? Und dann konnten sie es wieder speichern. Ne? Und dann hatten die halt so ihr kleines Tool, wo die halt nicht nur die Aufnahmen in der Datenbank hatten, sondern eben auch Markierungen machen konnten an den Aufnahmen. Ah ja, und hier die Formularfelder natürlich. Ich habe doch so ein schönes... Das da, genau, das hat alle Formulartypen. Also ich habe hier sämtliche Formular, also normales Feld, Passwortfeld, Textarea, etwas zum Auswählen mit Mehrfachselektion, auch eine hierarchische Liste, Radio-Buttons, Checkboxen und zurück nochmal Reset. Jetzt kann ich die alle über entsprechende Aufrufe vom Plugin füllen. Das hatten wir ja heute Morgen schon mal gesehen mit dem Form Utility, wo der halt die entsprechenden Befehle anbietet. Fragen dazu? Was interessiert euch denn noch? Ja, da gibt es mehrere Funktionen. Also erstmal die normalen Dialogbox hier. Hello World. Oder als Sheet, kommt dann aus der Decke gefallen. So, gibt es hier zum Beispiel auch eben mit Text, mit Untertitel, mit einem Checkbox, die ich abfragen kann, ne, ob das angeklickt wurde. Und ich kann da beliebige Knöpfe angeben und erfahre dann eben auch, welcher Knopf gedrückt wurde. Ja. Das sind die Dialoge. Dann gibt es hier bei Listen, gibt es noch einen Listdialog, wo ich dann halt eine Liste mit Werten zeige und kann dann halt ein oder mehrere auswählen. Und der Nutzer kann dann halt eine Auswahl treffen aus einer Liste. Das gibt es auch mit Gruppierung. Das heißt, ich habe hier mit Header getrennt oben welche Werte, unten Werte und kann natürlich auch bunt etwas auswählen. Und dann haben wir natürlich noch Window-Funktionen. Das muss man sehen. Was hatten wir hier? Achso, wir können Alpha-Kanal natürlich bei einem Fenster ändern. Wir können aber auch hier oben die Schließen-Knöpfe minimieren und maximieren. Können wir natürlich entfernen. Und dann kann der Benutzer jetzt das Fenster nicht mehr schließen. Wir können aber auch die Liste aller Fenster abfragen. Ach, hier das Dock hüpfen lassen. 2, 3, 4, 5. Da. Da hüpft ein FileMaker-Icon. Ja. So, ach ja, das Heizkräubers-Beispiel ist auch mal wieder interessant. Also ich habe hier ein Fenster und jetzt drücke ich den Knopf und jetzt ist hier unten was verschwunden. Wobei ich hatte ja auch noch eins, was war das? Ah ne, das war die Positionsabfrage. Oder hier das Beispiel, das macht jetzt
eben oben die Toolbar weg, die Knöpfe weg, die Scrollbar weg, unten das vorhandenes Fenster wird umgebaut und Restore. Ups, da ist was. Ja. Da hatten wir aber auch noch. Ach so, dann gibt es ja auch noch die Mac-Funktionen, die nur am Mac sind. Und da hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr gemacht. Da hätten wir zum Beispiel die Toolbar-Funktion. Und das mache ich mal dann in der anderen FileMaker-Version auch. Weil das ändert ja die Toolbar. Also, eine Toolbar kann auch bunt sein. Das hatten wir aber gemacht für so ein Branding von einer Lösung von einem Kunden. Sieht ganz nett aus. So, dann kann man seine eigenen Toolbar-Funktionen installieren. Das heißt, ich installiere das und registriere jetzt diesen Knopf da. Und jetzt kann ich diesen Knopf in die Toolbar ziehen. Und wenn ich den Knopf drücke, wird ein Skript ausgeführt. So, bei den Funktionen hier kann ich mir von der Toolbar aus die aktuelle Konfiguration abfragen. Dann bekomme ich eben die Knöpfe, die hier definiert sind, also und kann die auch ändern. Das heißt, ich kann jetzt hier auf eine andere Definition gehen, kann die Toolbar setzen und habe jetzt andere Knöpfe. Ne? Wenn ich jetzt den Ansatz wieder ändere, kann ich die Knöpfe wieder umstellen. Das erlaubt mir halt dann bei jedem Layoutwechsel die Toolbar neu zusammenzusetzen, ne, und dann nur die Sachen zu erlauben, die der Benutzer auch benutzen soll. Der kann natürlich immer noch Customize machen und beliebige Befehle schieben, wie er will, aber die Standard-Toolbar wieder reinziehen. Aber ich kann halt vorgeben, was ich gern hätte. So. Dann können wir auch hier das Dock-Teil ändern. Das heißt, das sieht man, da hat das Äffchen Platz gemacht. Oh, das ist jetzt hier nochmal die Vergrößerung einschalten. So, da. Also man kann da sein eigenes Icon machen und man kann auch so ein Badge dran machen, wo man irgendeine Information mitteilt dem Benutzer, zum Beispiel, wie viele Jobs er noch zu erledigen hat. Oder wie beim E-Mail-Programm halt, wie viele ungelesene E-Mails es noch gibt. So, mal ausschalten. So, ich kann aber auch den Namen Solution oben setzen, der da in der Menüzeile sitzt. Ne, hier, My Solution. Ist manchmal auch ganz nett. So, was interessiert euch denn noch? User Notification ist auch immer wieder schön. So, jetzt kann ich eine Notification. Da ist. So, ne? Und wenn ich da draufklicke, dann kriege ich in FileMaker normalerweise einen Skriptaufruf. Jedenfalls kann ich das so einstellen. Ja. So, was haben wir denn noch Schönes? Wer sich für das Syntax-Coloring interessiert, kann auch hier mal die Datenbank gucken. Und zwar die Syntax-Colorizer. Der enthält hier die ganzen Regeln, nach denen das Plugin eben Skriptzeilen einfärbt. Zum Beispiel eben, dass es hier orange wird, wenn man einen Wenn-Befehl hat ohne Bedingung und normales Wenn ist halt blau. Und diese Regeln kann man alle ändern, wie man will. Ne, man kann hier für jeden Befehl seine Farbe setzen
Und wenn man hier ein bisschen weiter unten geht, gibt es auch noch ein paar mehr Regeln. Zum Beispiel eben, wenn man Kommentarzeilen hat, die eben mit To-Do anfangen, kriegen sie eine andere Farbe, als wenn sie mit Fix-Me anfangen. Oder Test oder Bug. Ne? Dann kann man halt festlegen, dass bestimmte Kommentare eben andere Farben bekommen. Oder eben hier, wenn da steht Tabelle nicht vorhanden, irgendwo in der Zeile, dann wird es rot. Ne? Ist das auch nur Mac oder ist das Windows? Das ist nur für Mac. Bei Windows kann ich leider nichts machen. Oder hier die Farbe für die roten Klammern. Oder einzelne Funktionen kann man natürlich Farben festlegen. Oder auch einzelne globale Variablen oder lokale Variablen, wo man dann anhand der Farbe sieht, ob man diese richtig geschrieben hat. Aber generell kann man die Regeln selber definieren und dann eben schauen, was geht und was nicht geht. Also hier gibt es auch die den Explorer zum Beispiel. Also gibt es zwei Tools, die Leute mal geschrieben haben, womit man halt die Dokumentation vom MBS-Plugin eben browsen kann. Da kann man also hier direkt in einer FileMaker-Datenbank die ganze Dokumentation sehen. So, was gibt es denn noch Schönes, was das vielleicht interessiert? Ach, die Socketsmühle. Hat jemand noch das Plugin auf? Hat es jemand laufen gerade? Weil hier gibt es ja den Podcast und den Receiver, den Sender. Ne, also, Moment, das ist jetzt ein FileMaker, dann mache ich den Sender mal in einem anderen FileMaker auf. Dann kann ich hier also das Socket auf List stellen, hier kann ich senden. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier auf Senden drücke, erscheint dann eine Meldung. Und wenn jemand anderes das offen hat, da hier der Podcast, da kann man halt, achso, die Podcast-Adresse stimmt jetzt nicht wahrscheinlich, 168.77, so, ne, von der 81 wird es geschickt, und wenn man das jetzt in verschiedenen Rechnern aufmacht, mache ich noch die FileMaker 11 Version mal auf. Zwei Programme das gleiche Socket gibt es. Also der eine kann es schicken, der andere kann es empfangen. Müsste auch im Netz wunderbar gehen, dass halt alle Rechner das bekommen, die laufen. So, was haben wir noch? Ach ja, Kontextmenü wollte ich auch noch zeigen. Klicke drauf, habe mein Kontextmenü. Kann was auswählen. Kann auch direkt ein Skript triggern. Und das Menü ist halt hier in dem Fall im Skript definiert, wo ich halt Menüeinträge anlege, bekomme dann jeweils die Nummer hinzufüge, die zu meinem Menü, und kann dann halt ganz viele Optionen setzen, Tooltip, Bild, eine Aktion über einen Skriptaufruf, eine Tastaturkombination, eben den State of Mixed, On, Bullet, Diamond, kann etwas die Schriftstile ändern, eine Farbe festlegen oder auch ein Skript bauen, indem ich eine XML-Definition davon habe und das dann einlese als Menü oder eine Definition als Text hier mit speziellen Seiten. Schauen wir mal nach Graphics Magic. Da ist ja das mit den Bildverarbeitung ist ja immer ein Thema. Zum Beispiel Bilder kleiner kriegen. Hier hatten wir mal die Aufgabe,
dass ein Kunde das Problem hatte, er musste ein Bild mit irgendwo reinquetschen. Es durfte aber irgendwie nur 1,5 Kilobyte groß sein. Und das Bild sollte eine Unterschrift haben. Also musste man eine Unterschrift auf unter 1,5 Kilobyte kriegen. Und da haben wir dann mal verschiedene Varianten durchprobiert. Also PNG oder JPEG, geringe Qualität, höhere Qualität, RGB, Graustufen, Schwarz-Weiß. Und dann kamen halt hier diese verschiedenen Bilder raus. Und dann konnte man sich halt überlegen, was trifft halt die Größenerfordernisse und dann, oder was sieht am schönsten aus. Dann hat man also gesehen, Low Quality ist schlecht von dem Aussehen und kleinste Größe wäre schwarz-weiß, was nicht so schön war. Und dann kann man also letztendlich ein Skript schreiben, was jetzt zum Beispiel mal so eine Kompressionsvariante ausprobiert, guckt, wie groß wird das Bild und dann halt Stück für Stück, Prozent für Prozent die Qualität ein bisschen runtersetzt. Und dann kann man hier zum Beispiel erleben, dass man vielleicht bei dem JPEG mit der hohen Qualität, wo ist es denn, dass man da vielleicht jetzt knapp drüber, ne, dann würde man halt ein Skript schreiben, was so lang hier ein bisschen runter geht, bis das halt dann, ja, von der Größe passt. Das jetzt. So, da unten das Falsche geändert. So, jetzt ist das zum Beispiel auf 1390 runtergegangen. Den Unterschied sehe ich nicht unbedingt. Also das gibt es immer wieder, dass Leute Bilder auf bestimmte Größen haben wollen. Oder dass Leute generell Bilder skalieren wollen. Zum Beispiel habe ich hier ein Bild. Und jetzt kann ich die Skalierungswünsche an das Plugin sowohl in Prozent wie auch in Pixelwerten angeben. Also ich kann es euch einfach mal sagen, 50% bekomme ich ein Bild, was kleiner ist. Also das ist jetzt sowieso kleiner, weil das ist größer als der Container. So, ich kann aber auch sagen, hier zum Beispiel 200 mal 200 Pixel, dann wird es auf 200 mal 200 auf den Rahmen skaliert. Das heißt, da das Bild ja breiter als hoch ist, wird es auf Breite 200 skaliert. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, 50% breit, aber 200 hoch, ne? Dann bekomme ich etwas sehr Langes. Oder ich kann hier ein Ausrufezeichen an diesen Wunsch äußern. Und dann wird es exakt 200 mal 200. Ne? So, und dann hätten wir noch zum Beispiel einfach 200 in der Breite oder hier 200 in der Höhe. Ne? Also man kann da ja viel rumexperimentieren. Das Skript ist immer das gleiche. Das lädt also das Bild von dem Container, ein globales Feld, skaliert das Ganze auf die angegebene Größe, zeigt eventuell einen Fehler oder schreibt es halt in das Containerfeld fürs Ergebnis als PNG wieder raus und natürlich auch hier noch die Größe wird noch ausgelesen und dann wird das wieder freigegeben. Also das haben wir ganz oft, dass Leute Bilder importieren, die in irgendeinem Dateiformat sind. Und dann geht es erstmal darum, dass mit einem Plugin das in einem JPEG oder PNG zu überführen, die Größe anzupassen, vielleicht irgendwie doch Profile umzurechnen oder zu entfernen, etwas zu beschneiden, eine Annotation drauf zu schreiben, hier sowas, so einen Text drüber zu schreiben. Da kann man dann auch die Schrift angeben und wo es hingeschrieben wird. Ich könnte hier auch die Koordinaten ändern. Dann x 30, 80. So. Kann man ein Wasserzeichen bilden? Ja, du kannst ja da. Ah, da können wir ja doch. Ja, nee, das ist jetzt die erste Frage. Was meinst du mit Wasserzeichen? Es gibt ja verschiedene Varianten, was man Wasserzeichen nennen könnte. Also, das hier schreibt jetzt einen Text in einer bestimmten Farbe, in eine bestimmte Position.
Wenn ich die Farbe quasi fast transparent setze, können wir ja mal probieren. Mache ich mal hier noch ein 0,5, dann müsste es ja durchsichtiges Schwarz sein. Oh, ich glaube, da malt der Rechtecke. Das ist eventuell nicht so. Das ist die Füllkörner. Da ist es die Stroke Color. Moment, machen wir die mal rot. Transparent. Aha. Dann machen wir die doch mal. So, ah ja, geht doch. Jetzt ist es ein leichtes Rot. Mache ich mal das ganz transparent. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass ich noch irgendwas anderes setzen muss, dass es noch eine andere Farbe gibt für die Textkörner. Naja, müssen wir mal nachgucken. Auf jeden Fall kann man in verschiedenen Farben zeichnen. Dann können wir auch einen Pixel suchen. Hatte ich auch mal lustige Sachen mitgemacht. Das heißt, ihr könnt euch das Plugin fragen. Gib mir mal die Position vom ersten Pixel, was eine bestimmte Farbe hat oder nicht eine bestimmte Farbe hat. Also in dem Fall sucht ihr alle Pixel auf jeder Zeile, die nicht weiß sind. So, dann meldet ihr halt zurück, wo das erste Pixel nicht weiß ist. Wegen der JPEG-Komprimierung ist das hier natürlich nicht ganz rund. Aber so kann ich zum Beispiel mal rausfinden, wo eine Linie anfängt. Hatten wir mal gehabt bei einem, da ging es nämlich ums OCR. Da wusste man also auf diesem Formular, ist ein schwarzer Rahmen gemalt. Das heißt, wir haben auf dem Scan diesen schwarzen Rahmen versucht zu positionieren und haben dann gewusst, dass man in dem Rahmen oben links auf einer bestimmten Fläche immer die Adresse steht. Ja, haben wir also diesen Rahmen gesucht, Position, wo der Rahmen anfängt. Dann haben wir von dem Rahmen aus weitergesucht nach einer Linie und haben also irgendwann diese Position gehabt und konnten dann ein Rechteck definieren, wo wir das Bild dann nehmen fürs OCR. Dass wir eben nicht alles nehmen. So, dann können wir auch EXIF-Daten auslesen. Das heißt, ich habe hier ein Bild, ich lasse dieses Skript hier laufen und das füllt mir all die Datensätze. Das heißt, das hat jetzt zum Beispiel hier ausgelesen, dass dieses Bild noch mit einem iPhone 4S gemacht wurde. Genauso kann man hier die IPCC-Header, wenn da ein IPCC überhaupt drin ist, dem hier nicht, Bild einfügen. Da ist was drin, da steht zum Beispiel schon, wer es fotografiert hat. So, dann können wir Bilder natürlich in verschiedenen Formaten exportieren. Das heißt, der hat das Bild jetzt rausgeschrieben als BMP, als JPEG, als PDF. Das ist dann in dem Fall ein PDF mit JPEG drin. Als PIC-Datei, als PNG, als Photoshop, als TGA, TIFF. Also wir können in verschiedenen Formaten lesen und schreiben. Und jetzt haben wir noch das Sample-Beispiel. Das ist ja immer wieder nett. So, ich kann also zum Beispiel ein Bild rotieren. Ich kann einen Blur-Effekt machen, einen Kohle-Effekt, Emboss-Effekt. Ich kann es auch flippen, also flop. Ich kann es also hin und her spiegeln. Ich kann Graustufen machen. Ich kann es ein bisschen verschönern, ein bisschen die Helligkeit aufhellen. Ich kann es auch schlecht komprimieren. Ich kann es natürlich auch gut komprimieren. Ich kann den Solarize-Effekt anwenden. Ich kann es skalieren, bis es weg ist. Ich kann auch beschneiden. Ich kann es auch mit einem Rahmen versehen. Ich kann es schärfen. Ich kann noch einen schöneren, noch einen großen Rahmen drum machen. Ich kann den auch wieder wegrasieren.
Ich kann auch nur den roten Kanal holen. Ich kann es implodieren. Ich kann es negieren. Ne, zweimal negiert. Ich kann auch ein Schwarz-Weiß-Bild draus machen. Oder ich kann es ein bisschen umrühren. Damit ich es hier vorführen kann. Dafür ist das. Ja, all diese Effekte gehen alle eigentlich sehr ähnlich. Nehmen wir mal hier einen, das ist der rote Kanal. Das ist alles nur ein Aufruf und dann, ups, da ist jetzt ein Sätze-var drin, der also mehrere Skriptaufrufe kombiniert. Könnt ihr das sehen von hinten? Also New from Container, lädt das Bild. Wird irgendein Befehl ausgeführt, ne, eins von diesen vielen Effekten, oder in dem Fall hier wird ein Kanal ausgewählt, und zwar der mit der Nummer 1 ist der rote, und dann wird das Ganze wieder zu einem PNG rausgeschrieben und das Bild aus dem Speicher gelöscht. Und das passiert hier alles in einer Berechnung, die man jetzt irgendwo einsetzen könnte. Man könnte das Ganze auch in eine Custom Function packen, dann hätte man es überall direkt griffbereit. Mit Sätze war kann ich also in so einer Funktion halt ganz viele Schritte hintereinander machen. So, dann können wir auch noch Pfade zeichnen im Graphics Magic. Das heißt, wir können zum Beispiel einen Kreis malen oder Dreiecke. Da können wir auch hier die Enden von den Linien definieren, wie die aussehen sollen. Oder einfach eine Kurve. Also mit einer Bezierkurve, mit einem Anfangspunkt, mit Mittelpunkt, mit Endpunkten, mit Kontrollpunkten rechts und links. Und was haben wir noch Schönes? Noch eine Frage, kann man diese Zeichnungen, ich hatte ja schon mal gesprochen, aber kann man solche Zeichnungen mit Funktionen belegen oder sowas? Das geht jetzt so nicht. Nein, aber man kann zum Beispiel x immer höher zählen und dann das y berechnen und dann eine Linie darüber, eine Kurve darüber zeichnen. Ja, ich dachte mir so, dass man das irgendwie zeichnet, mal wegen irgendwas, und dass man dann draufklicken kann, dass das umlegt und dann zum Beispiel das Slip aufschreiben könnte oder sowas. Sowas geht nicht, ne? Sie können ja schon einen Container mit einem Skriptträger versehen, der halt beim Mausklick losläuft, und dann können Sie halt die Koordinate schauen, was da drunter sein soll. Ne? Ja, ja, das kann man erstmal. Wir können auch beim Zeichnen, ja, Linie, Kreis, Ellipsen, Arc, Rechtecke oder runde Rechtecke kann man auch zeichnen. Und wir können auch Bilder übereinander legen natürlich. Also wenn ich hier zwei Bilder habe, kann ich sagen, leg mal übereinander, und dann kann ich noch diesen Effekt definieren, was ich denn da gerne, ja, wie ich das gern zusammengefügt hätte. Ne? Da gibt es also verschiedene, kann ich auch alle durchprobieren. Minus, Add, Subtract. Ja, da kann ich also Multiply. Naja, die kann man also alle ausprobieren, da kann man sich überlegen, was am schönsten ist. Und je nachdem, was die Operation dann macht, gibt es dann halt hier mit Maske, ohne Maske. Also mal sieht man das, weiß man nicht. Man kann so wunderbar Bilder übereinander legen. Und da kann ich natürlich auch noch die Transparenz in dem Kleinbild könnte ich noch ändern. Da könnte ich das zum Beispiel ganz sachte als Wasserzeichen drüberlegen. Das kann man da auch machen. So, das waren jetzt, glaube ich, mal die Beispiele zum... Ach, eben hat einer noch Systeminfo gefragt. Das ist also hier in dem Fall. Das ist so ein Beispiel, wo hier links eine Funktion steht und dann rechts das Ergebnis. Ne? Wenn ich das da reinsetze. Also ich kann den Benutzernamen abfragen, ich kann die Schrift abfragen, wie viel RAM der Rechner hat, wie viel Video-RAM. Ich kann das Betriebssystem abfragen, die Seriennummer von dem Mac. Ich kann das Modell abfragen, die UID, den Namen vom Computer, die CPU-String, die Festplattennummer, die MAC-Adresse, ja, und so weiter. Ach ja, die Word-Files-Funktion wollte ich auch mal zeigen. Also sagen wir mal, ich habe eine Word-Datei, zum Beispiel diese hier, kann ich den Text extrahieren.
Das heißt also hier, das ist der Text von der Word-Datei und da sieht man schon, da sind Platzhalter drin. Ne? First Name, Street, Zip. Das sind die Platzhalter in der Word-Datei. Den Text extrahiere ich, indem ich einfach die Funktion aufrufe opcontainer. Die öffnet also die Word-Datei aus dem Container und dann gibt mir diese Textfunktion alle Texte, die in dieser Word-Datei stehen. Das ist jetzt nicht unbedingt zur Anzeige, weil das können ja ziemlich durcheinander sein, die Texte, nachdem wie die Tabellen sortiert sind oder was da noch an Fußnoten dran hängt. Und hier in dem Beispiel gehen wir halt hin und ersetzen alle Platzhalter, die wir halt in der Datenbank haben, durch Platzhalter Texte und schreiben das dann hier als Word-Datei auf den Schreibtisch. Ich das also mal laufen lasse. Macht er die auf und jetzt steht da halt statt der Platzhalter stehen da jetzt die Werte aus meinen Feldern. So. Wenn man halt Word-Dateien personalisieren muss, kann man das benutzen. Wobei, dann zeige ich euch besser mal die PDF-Funktion, weil funktioniert das nur mit einer normalen Docs oder auch mit einer Vorlagedatei und einer mit Markus? Es gibt ja dieses Ja, da gibt es die verschiedenen. Da müssten wir mal ausprobieren. Weil ich würde wetten, dass die unter der Haube sowieso identisch sind, bis auf einen kleinen Eintrag im Header. Und das dürfte wohl das Plugin nicht stören. So, schauen wir uns mal die PDF-Beispiele an. Da gibt es nämlich auch ein Replace-Text-Beispiel. Das heißt, ich habe hier ein PDF. Das ist die Dyna-PDF-Lizenz, die kann ich mal, das kann ich durchlaufen lassen. So, und er tauscht jetzt in dem PDF die Texte aus. Das heißt, da wo jetzt eben Definitions stand, Moment, da muss ich das Original mal exportieren. Ne, da hat er also jetzt aus Definitions hat er jetzt Test gemacht. Also kann ich also in einem vorhandenen PDF den Text ändern. So. Aber es gibt noch schönere Funktionen. Zum Beispiel können wir in einem PDF-Text farblich hervorheben. Das ist immer wieder praktisch, wenn man so eine Dokumentenverwaltung hat und hat diese ganzen PDF-Seiten vorhanden. Dann sucht man nach etwas und kann halt aufgrund der vorher gespeicherten Texte wissen, dass auf einer bestimmten Seite etwas vorkommt. Dann kann man über Dyna PDF sich eben den Text in, also diese eine Seite importieren, kann diese Farben anbringen und kann das dann im Container ablegen. Dann kann der Benutzer sozusagen seine Treffer direkt in der Seite sehen. Das geht auch ziemlich flott. Und ich kann jetzt hier mal, sagen wir mal, Agreement reinschreiben und dann lasse ich das mal laufen und dann ist jetzt da Agreement rot geworden. Ne? Im Skript ist es ein Aufruf, nämlich hier Highlight Pattern. Da kann man ein Suchmuster angeben, in dem Fall zum Beispiel Text Dyna PDF und dann eine Farbe, was jetzt hier gelb ist, weil ja viel Rot und viel Grün gibt gelb. Und das hier ist nur rot. Das ist der Suchtext aus dem Feld. Was kann ich noch mit PDFs machen? Ich kann PDFs zum Beispiel platzieren. Das heißt, wenn ich ein PDF habe, kann ich das auf einer Seite platzieren. Ich kann aber auch das PDF beim Platzieren in einer anderen Größe platzieren. Ich kann also ein vorhandenes PDF auf eine andere Seite setzen mit einer anderen Größe. Ich kann das auch drehen oder mehrere auf eine Seite setzen. Da kann man sehr viele schöne Sachen machen. Zum Beispiel die ganzen Leute, die für Druckereien eben mehrere Sachen auf eine Seite, auf einen Druckbogen setzen müssen. Ne? Die machen das so. Oder wie hier, ich kann natürlich auch das auf volle Seite platzieren und kann dann noch was drüber legen. Ne? Wenn ich eine Seite habe in FileMaker, also ich kann jetzt mal hier in FileMaker ein PDF erzeugen. Ich
Ich mache mal ein PDF hier. Test. Da gibt es schon Test 2. So, jetzt importiere ich das wieder. Da. Test 2. Jetzt brauche ich noch ein Papier, ein Briefpapier. Das kann ich mir mal gerade machen. Sagen wir mal, das wäre mein Briefpapier. Das hat dann eine Adresse und sagen wir mal noch ein Logo. Das speichere ich auch als PDF. Briefpapier. So, jetzt kann also der Kunde sich jederzeit sein Briefpapier selber ändern und wenn er umzieht, ändert er natürlich auch die Adresse. Dann ziehen wir das mal hier rein und dann sagen wir mal hier Prozess und dann können wir das wieder exportieren, damit wir es schöner lesen können. Und jetzt sieht man, dass wir halt das Briefpapier PDF importiert haben und haben die Seiten von FileMaker oben drauf gesetzt. Das erfordert natürlich in FileMaker einen transparenten Hintergrund für die Seite. Aber dann kann ich natürlich ein vorhandenes, ne, also das FileMaker-PDF unterlegen mit dem Briefpapier. Geht technisch andersrum. Ich importiere das Briefpapier. Und zwar importiere ich die Seite so oft, wie ich sie brauche. Und dann gehe ich über die Seiten im FileMaker-Dokument und importiere das als Vorlage und platziere diese Vorlage oben drüber. Also die FileMaker-Seite wird auf das Briefpapier platziert. Und dann habe ich halt diesen Effekt, dass der Kunde seine Adresse, sein Logo, was weiß ich, ändern kann, so oft er will, weil er muss ja nur die PDF-Datei ändern und dann ist das ziemlich schön. So, dann können wir mit den Plugins auch PDFs erzeugen, die ein Inhaltsverzeichnis haben. Wenn ich da also hier mal das Inhaltsverzeichnis anzeige, dann sehe ich, dass das hier jede Menge Einträge hat. Und die Einträge kann ich jetzt direkt anspringen und dann springe ich auf die entsprechende Seite. Ja, also ich kann auch nachträglich, wenn ich in FileMaker was angelegt habe als PDF, kann ich nachträglich auch diese Bookmarks hinzufügen und dadurch ein Inhaltsverzeichnis anbieten. So, das ist das Katalogbeispiel. Das heißt, ich hatte einen Kunden, der hat Produkte in der Datenbank und möchte halt auf Mausklick, beziehungsweise er möchte automatisch auf dem Server nachts ein PDF erzeugen. Dieses PDF soll aber nicht immer, wie es FileMaker üblich ist, eine feste Höhe pro Datensatz haben, sondern variabel, je nachdem wie viel Text oder Bilder vorhanden sind, die Zeilen entsprechend hoch machen. Habe ich also viel Text, passen weniger Artikel auf die Seite, habe ich wenig Text, passen mehr Artikel auf die Seite. Beziehungsweise durch die Bilder natürlich auch gesteuert. Hier in dem Beispiel sieht man jetzt, dass er auf diese Seite zwei Artikel platziert hat, nämlich den Another-Artikel und den Test 2. Der erste hat zwei Bilder, bisschen Text und eine Artikelnummer-Tabelle und der zweite hat dann nochmal ein Bild und viel mehr Text. Das kommt alles aus Datensätzen, die hier hinterlegt sind. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier auch mal ein Bild wegnehmen und hier mal Text wegnehmen. Hier ein Bild wegnehmen und jetzt kann ich nochmal zu dem gehen und das Skript drücken und dann sehe ich, dass er jetzt drei Artikel auf die Seite bekommen hat. Ne, weil das Dynar-PDF, ich teile dem Dynar-PDF mit, wie hoch meine Tabelle werden darf auf der Seite, also wie viel Platz ich habe und dann schaut das Dynar-PDF mal, wie viel dahin passt und berechnet das dann automatisch. Das Skript dazu benutzt mehrere geschachtelte Tabellen und ist deswegen etwas länger. Wir können das hier mal ein bisschen durchschauen. Was? Ja, das ist halt, wir machen halt alles in kleinen Schritten selber. Ne? Also wir legen hier eine Tabelle an, stellen dann hier, also das sind ja schon mal
Dutzend Zeilen, die halt nur einstellen, ne? wie breit sind die einzelnen Sachen, welche Farben werden da verwendet. Ne? Gibt ja eine Farbe für das Gitter, eine Farbe für den Rahmen, Default-Schrift. Ne? So, und jetzt kommen die einzelnen Zeilen. Das heißt, ich gehe zum Layout-Artikel und füge in meine Tabelle eine Zeile ein. Und dann legen wir eine Untertabelle an. Also hier in dem PDF haben wir links eine Tabelle für die Bilder immer und rechts eine für den restlichen Inhalt. Das ist halt mit dem Layout so eine Sache, weil wir keine Merge-Cells haben, wie in Excel. Wir müssen also immer eine Untertabelle in eine Tabellenzelle legen, wenn wir da mehrere Unterfelder haben wollen. So, jetzt lege ich also links eine Tabelle an und gehe über die ganzen Bilder und füge für jedes Bild eine Zelle in diese linke Tabelle und lege dort das Bild rein. Und füge diese Tabelle mit den Bildern als Inhalt in die linke Zelle von meiner Artikeltabelle. Dann lege ich für die rechte Seite auch eine Tabelle an. Und da füge ich jetzt hier meine Zeile ein für die, ne, für die Überschrift, für den Beschreibungstext 1, 2, 3. Und dann darunter, wenn ich dann noch diese Artikelnummern habe, dann füge ich da auch nochmal eine Tabelle ein. Ne, das ist hier der Block. Und dann wird diese rechte Tabelle auch wieder als Tabelle festgelegt, eingefügt. So, jetzt kommen wir dazu, dass wir die ganzen Seiten mal zum PDF hinzufügen. Wir haben also eine Schleife, fügen eine Seite hinzu. Dann wird hier diese Überschrift, Our Katalog, wird mal rechts, mal links hingeschrieben, je nachdem, ob ich auf einer geraden oder ungeraden Seite bin. Und je nachdem, ob ich auf der geraden oder ungeraden bin, kommt die Seitennummer mal links, mal rechts hin. Das muss man natürlich alles mal ausführlich hinschreiben. Ne? Und dann zeichne ich die Tabelle hin. Da gebe ich halt an die Position und die maximale Höhe. Die Breite war schon oben definiert. Ich beende die Seite und jetzt beende ich auch die Schleife, wenn die Tabelle fertig ist. Und wenn ich jetzt fertig bin, kann ich halt noch den Arbeitsspeicher freigeben und das PDF rausschreiben. So, und wenn ich die Tabelle noch ein bisschen mal sehen möchte, kann ich zum Beispiel hier diese Zeile aktivieren. Wo ist das aktivieren? Die jetzt zum Beispiel mal die Rahmen, ich sehe gar nichts, das ist die Border Color. Kann ich hier zum Beispiel mal ein bisschen Farbe reinbringen, indem ich halt das nicht alles auf weiß setze, sondern mal auf bunt und dann sehe ich hier schon mal einen dicken Balken. Das sind also die Grid-Zeilen, die sind hier auch noch ein bisschen breiter gemacht, damit eben da Abstand ist zwischen den einzelnen Blöcken. Ja, dann kann ich mir also sämtliche Linien anmachen und kann sehen genau, wo meine Tabelle ist. Und dann kann ich später, wenn ich das ausliefere, diese ganzen Farben wieder auf weiß schalten. Am besten mache ich mir dafür eine Variable, die ich nur umstelle. Ne? Debugging oder nicht Debugging. So ein ähnliches Beispiel ist das mit den Rechnungen. Da hebt sich auch mal wieder die Anfrage, ich hätte gerne Rechnungen erstellt aus FileMaker Datensätzen und das Ganze mit Briefpapier, hier unten liegt das Briefpapier, als PDF. Mache ich mal, kommt dieses PDF raus. Wo ist es da? So, ich habe also ein Briefpapier, da steht der Firmenname drauf, da steht eine Adresse drauf und eine Nummer. Dann habe ich eine Rechnungsnummer, ich habe ein Datum, ich habe eine Anrede. Da könnte ich jetzt auch seit der neuesten Version noch diesen Stiltext, also Text mit Stil nehmen, der dann zum Beispiel auch ein bisschen Farbe oder mal fette Schriften will. Dann wird hier eine Tabelle platziert, wieder im Skript zusammengebaut mit den ganzen Datensätzen. Wenn der Text nicht passt in eine Zelle, dann wird die Zelle halt höher. Die Preise sind hier alle mit rechts. Ne, wird auch die Summe immer ausgerechnet. Dann gibt es hier unten eine Zwischensumme am Ende der Seite.
Auf der nächsten Seite geht es weiter, auch wieder mit Zwischensumme. Und dann gibt es hier auf der letzten Seite gibt es hier noch die Summe vor Steuern und Steuern und mit Steuern. Und dann gibt es noch einen Dankeschön-Text. Und wie man sieht, ist das Briefpapier auf der zweiten Seite ohne Adresse hier. Ist also mehr Platz. Und dann gibt es noch hier eine, bei der Vorlage eine dritte Seite für die AGB. Ja, die Vorlage liegt hier, das ist also die erste Seite, zweite Seite und AGB. Das könnte der Kunde halt jederzeit ändern, wenn er mal sein Logo ändert oder seine Telefonnummer. Und im Skript, ja, ist auch ein bisschen aufwendiger, wird ein neues PDF gestartet. Dann wird jetzt hier eine Seite aus der Vorlage importiert. Dann wird jetzt gezeichnet und links oben, also im PDF ist normal, alle Zeichenbefehle haben den Nullpunkt links unten, kann man aber in DynaPDF auf links oben umstellen, wenn man das möchte, ist für also Tabellenzeichen viel einfacher, muss man sich im Kopf nicht alles umdrehen. Dann schreiben wir mal hier auf diese Seite eben die Adresse vom Kunden als Block links oben hin. Dann schreiben wir die Rechnungsnummer hin und das Datum, da rechts allein. Und dann schreiben wir halt die Begrüßungszeile hin und dann fragen wir als nächstes hier bei, mit getLastTextPus Y ab, wo war denn diese Begrüßungszeile zu Ende? Und das ist für uns dann die Startposition, wo dann die Tabelle direkt angefügt werden kann. Die Tabelle wird hier erzeugt. Eine neue Tabelle angelegt, wird erstmal alles eingestellt und dann wird hier eine Zeile hinzugefügt, weil das ist jetzt die Zwischentabelle für die Zwischensumme. Dann gibt es hier noch die Tabelle für die Endsumme, die wird auch schon mal angelegt und das ist die Haupttabelle. Dann wird konfiguriert, die bekommt dann hier Überschriften, eben Index, Produkt, Preis, Quantity und Totalpreis. Diese Überschriftzeile wird als Header Row markiert, das heißt, sie wird auf jeder Seite wiederholt. Wird noch eine Schrift gesetzt, hier fit. Dann geht es halt jetzt über die ganzen Datensätze und die werden dann halt in diese Tabelle übertragen. Ne, wird hier jede Zelle einzeln übergeben. Und wir merken uns in einer Quicklist im Arbeitsspeicher auch noch, wie diese ganzen Preise sind, damit wir nachher diese Zwischensumme berechnen können, weil wir müssen ja schauen, wie viele Zellen haben denn überhaupt reingepasst auf einer Seite. Das ist so eins der kleinen Probleme, die man dann hat. So. Dann haben wir die Hauptschleife hier zum Zeichnen der Tabelle. Die fängt also an mit der Y-Position. Malt die Tabelle hin mit der maximalen Höhe, die erlaubt ist. Die ist auf der ersten Seite nur 300 Punkte. Dann fragt er mal ab, naja, was war denn die erste Zeile und die, was ist die nächste Zeile, die du zeichnen musst? Dazwischen sind ja die Zeilen, die wir gezeichnet haben. Das heißt, wir können hier jetzt die Summe ausrechnen. Dann können wir die Summe einsetzen in die Zwischentabelle und können die auch noch malen. So. Und dann fügen wir eine neue Seite aus der Vorlage ein oder halt eine leere Seite. Und für die nächste Tabelle haben wir hier jetzt die neuen Maße für die Folgeseiten. Wenn das alles durchgelaufen ist, sind alle Seiten fertig geschrieben. Dann schreiben wir noch die Endtabelle unten drunter und fügen hier in der Schleife noch zusätzliche Seiten ein. Und jetzt kommt noch das Highlight, Seitennummern. Ja, die Seitennummer macht man wirklich am besten ganz am Schluss. Dann weiß man nämlich, wie viele Seiten man hat. Das ist auch der Zeitpunkt, wo man Inhaltsverzeichnis noch schnell anlegen kann. So, also wir fragen ab, wie viele Seiten haben wir denn, wie groß sind die Seiten, editieren dann jede Seite, setzen eine Schrift, zeichnen eine Seitennummer, unten rechts in dem Fall immer, machen die Seite wieder zu, ne, weiterzählen bis zum Ende. Und ganz am Ende wird jetzt das PDF ausgeschrieben. Was?
zwei Fragen dazu. Ja. Die erste, die kleine Frage, dieses dünner PDF, ist das extra typisieren? Ja. Ja, das ist also. Das verkaufen wir dabei. Kostet zwischen 150 für die kleinste bis über 1000 für die größte. Okay, zweite Frage. Ich sehe hier ein zweites FileMaker nochmal entwickelt in diesem Riesenkonstrukt. Was ist der Vorteil? Ich kann es nicht ganz erkennen. Wenn also das im FileMaker selber kann ich das mit Popinet fast alles lösen. Ja, fast. Fast alles. Wenn ich mit Kopfteil, Fußteil und was weiß ich, und AGB das Logo könnte ich ja über ein extra Layout, und nur der Kunde Zugriff hat, der kann nur sein Logo rein und es geht alles. Es gibt zwei große Vorteile. Das erste ist, dass das Ding läuft am Server. Okay. Das kann FileMaker nicht. Hm. Also ich kann auf dem Server nachts um drei automatisch Rechnungen erstellen lassen, sie per Plugin auch noch per E-Mail verschicken. Ich kann das mit dem Dynapdf direkt noch das PDF nach PDFA modifizieren. Ich kann es signieren. Kann ganz viel Sachen machen. Und das zweite ist, ich bin hier flexibel. Ich kann hier jedes kleine Ding selber festlegen. Ich muss also nicht, wenn ich, sagen wir mal, meine Lösung an 50 Kunden verkaufe, den 50 verschiedene Layouts bauen, damit jeder glücklich wird. Okay. Sondern ich kann hier entscheiden, im Code, wenn Kunde das ist, dann mache ich so, ansonsten mache ich so. Das ist jetzt aus deiner Sicht gemacht. Ja, also ich kenne das halt mit Kunden. Wenn ich das nachbauen will, dann muss ich auch alles eigentlich festlegen. Ich muss also immer Gedanken und Sachen machen. Ich brauche bei mir auch so einen Kram, aber deswegen nehme ich teilweise auch den Timing, weil ich sage, das machen die ja alles schon für mich. Die machen die genau. Und die rutschen auf und was weiß ich. Also die Sache mit dem Server, okay, aber kann ich das nicht über einen simplen Druckbefehl regeln? Wie gesagt, man kann natürlich irgendwo ein File. Das mit dem PDF-Creator irgendwo auf. Ja, du kannst, nein, der Server kann nicht drucken. Du musst irgendwo ein FileMaker Pro laufen haben, der das macht. Das geht, natürlich. Das machen ja auch viele. Das hier geht halt automatisch und wie gesagt, wenn du halt nicht nur ein Rechnungslayout hast, sondern 20, dann ist es vielleicht einfacher, hier so ein Skript zu schreiben und dann sich zu entscheiden. Ja, da kannst du ja alles Parameter sehen. Ist halt, ich habe bei, wie gesagt, das Katalogbeispiel, da ging es explizit darum, nicht, dass es am Server läuft, sondern dass es wirklich dynamische Höhen hat für die einzelnen Artikel. Das kann FileMaker auch nicht. Und hier mit dem Rechnungsbeispiel ist halt die Sache, wie mache ich es mal, da habe ich das mal komplett runtergeschrieben als Beispiel für Kunden und die waren da begeistert. Also es gibt einige Lösungen mit FileMaker hier in Deutschland, die das auch benutzen. Wobei man kann natürlich auch in FileMaker schon eine PDF erzeugen, kann dann mit dem Plugin die immer noch nachbearbeiten. Man kann die Seitennummern immer noch mal drüber schreiben oder auch ein Logo auf jede Seite nochmal nachträglich einfügen. Ne? Ja. PDF ist immer wieder ein Thema bei der Kundschaft. Das, so, wo war man denn stehen? Ja, nochmal ein nächstes Beispiel. PDFA. Wenn ihr es braucht, ist es da. Also wir können ein beliebiges Input-PDF machen, dann können wir Dynapdf Pro mit PDFA-Konverter drüber laufen lassen, können das PDF nach PDFA konvertieren oder auch nur überprüfen, ob es schon konform ist. Ja. Gibt halt manchmal diese Anforderung, dass die PDFs als PDFA angeliefert werden. Dann können wir Formularfelder erstellen in PDFs. Ich lasse das mal laufen, exportiere das mal. Und ich habe jetzt hier ein Formularfeld erzeugt. Das habe ich gemacht in FileMaker mit dem Aufruf hier von Create Text Field, wo der halt in der PDF-Seite ein Formularfeld anlegt. Wenn ich ein Formular habe, kann ich auch die Felder, die da drin sind, auflisten und auch ausfüllen. Wo ist denn das? Da ist das Beispiel. Ja, also ich setze das PDF mal da rein und der findet mir die Liste aller Formularfelder. Ne? Last Name Schmitz. Ich kann also damit auch die Werte alle auslesen. Und ich kann natürlich hier mit dem Beispiel Fill, wo ist es? Fill Form Fields.
Ich kann da auch ein Formular ausfüllen, indem ich halt hier setTextFieldValue aufrufe und den Namen eintrage. Mal als Beispiel. Ich habe jetzt, sagen wir mal, ein Formular, das ich an die Kundschaft schicken möchte. Die Kundschaft kann es ausfüllen, kann es mir zurückschicken und ich kann dann automatisch die Werte, die da drin stehen, auslesen. Muss also nicht dem Kunden sagen, bitte ausdrucken und zu uns faxen, dass es wieder jemand abtippt, sondern ich kann das halt, wenn ich die PDF-Datei zurückbekomme und da stehen die Werte drin, kann ich direkt auslesen. Ich kann auch automatisch eben Formularfelder hinzufügen. Das heißt also, wenn ich mein Formular, sagen wir mal, in FileMaker schon vor so halb ausgefüllt erzeugen möchte, könnte ich also direkt die Werte einfügen. Ich könnte auch direkt diese Formularfelder eben erstellen. So, dann können wir in PDFs zeichnen, auch wieder mit Kurven und Rechtecke und Linien und wer weiß was alles. Ich kann auch Formularfelder mit Summenberechnung machen. Kann ich jetzt nicht vorführen ohne Adobe Reader. Ich kann Text erzeugen. Also ich kann hier einfach Text auf eine PDF-Seite schreiben. Ich kann ihn natürlich bunt machen. Ich kann unterstrichen, durchstreichen, fett und kursiv. Und ich kann auch Block schreiben. Highlighten haben wir schon. So, ich kann auch ganz normal einfach eine PDF-Seite rendern als Bild. Ich kann auch den Text von einer Seite extrahieren. Oder kann auch gucken, was auf einer Seite drauf ist. Zum Beispiel, wie viele Bezierkurven, wie viele Muster, wie viele Layer, wie viel Text. Da kann ich also entscheiden, ob auch eine Seite leer ist. Das ist manchmal auch nützlich, wenn Leerseiten entfernt werden müssen. Ich kann Bilder extrahieren in einem PDF. Wenn ich jetzt mal hier so ein Beispielding und da wollen wir jetzt mal exportieren als PDF. Gut. So, habe ich mal ein PDF. Hat er vier Bilder extrahiert und jetzt irgendwo hier hingeschrieben. Da ist zum Beispiel das Bild aus der ersten Seite. Das Bild ist wohl nur ein Schatten und da haben wir noch so ein Canyon. So, was haben wir denn noch? Wir können Annotations in einem PDF auflisten. Wenn ich also jetzt, das ist kein PDF, das hier ist eins. Wenn ich jetzt also hier eine Annotation hinmache und der Benutzer markiert hier etwas, sagt, da kommt die Adresse hin, dann kann ich jetzt dieses Rechteck eben abfragen, indem ich also dieses PDF hier reinziehe. Und Abfrage, und dann kann er halt hier sagen, da gibt es eine Annotation vom Typ Square, die ist genau an der bestimmten Stelle hier. Das ist das Rechteck, wo sich die befindet. So sieht es aus. Und das habe ich schon mal genutzt, also das mit den Annotations, damit Leute eben in einem PDF angeben können, wo sich etwas befindet. Und ich dann diese Koordinaten auslesen kann, um dort etwas zu platzieren. Man könnte also in der Vorlage eine Annotation legen, die zum Beispiel den Bereich markiert, wo die Tabelle hin soll. Oder die Adresse. Ne? Ist halt schön, um die. Ich kann abfragen, welche Farbräume es in einem PDF gibt. In dem Fall ist nur ein RGB drin. Ich kann die Bilder auflisten, die es gibt. Da bräuchte ich nochmal das andere. Ich kann die Bilder auflisten im PDF. Ich kann auch generell mal die Seiten auflisten. Moment, da bräuchte ich schon wieder eine. Also dieses PDF hat zwei Seiten und dort, und das hat halt diese Breite und Höhe. Wobei bei den Bilder auflisten, wenn man da noch sieht, da sieht man nicht nur die Breite und die Höhe und ob es ein Inline-Bild ist, in welchem Farbraum, sondern da habe ich auch die Größe, in der das Bild dargestellt wird. Dadurch kann ich jetzt ausrechnen, welche Auflösung das Bild hat.
Wir hatten also schon eine Lösung, die für den Druck Bilder vorbereitet hat und die konnte dann zum Beispiel sehen, ob die Bilder die nötige Auflösung hatten. Also zum Beispiel 300 dpi mindestens. Ich kann PDFs zusammenfügen. Wenn ich also hier mehrere PDF-Dokumente habe, kann ich die hintereinander importieren und das zusammen wieder rausschreiben. Ich kann auch ein PDF optimieren. Gut, da müsste ich jetzt mal eins machen zum Optimieren. Nehmen wir mal eine neue Lösung. Da setzen wir mal ein Containerfeld rein. So. Dann kommt in dieses Containerfeld ein Bild mit hoher Auflösung. So, dann machen wir daraus ein PDF. Und jetzt haben wir hier ein PDF und das ist das da und das ist 177 Kilobyte groß. Da hat FileMaker doch schon das Bild ein bisschen runtergerechnet. Aber sagen wir mal, das ist uns noch zu groß. Dann kann ich das hier zum Beispiel optimieren und jetzt ist die Größe nur noch 36 Kilobyte, weil wir haben etwas die Größe reduziert. Und wenn man jetzt guckt, ich weiß nicht, wie ein Unterschied sieht. Ja, so. Gehen wir mal näher ran. Ja. Gehen wir mal hier an den. Okay, irgendwo ran. Dann sieht man also schon, dass das linke stärker komprimiert ist. Aber ich sehe es halt normal nicht. Weil ich habe das jetzt zum Beispiel in dem Beispiel hier auf 150 dpi reduziert. Ja, also für die normale Bildschirmdarstellung, was ja bei den meisten Rechnungen sind, ja, also die meisten PDFs, die unser eins erzeugt, sind Rechnungen oder halt irgendwelche Berichte und dann ist halt die Auflösung nicht so wichtig und da müssen halt so keine Hochglanz-Druckbilder drin sein. Dann zeige ich euch noch ein anderes Beispiel und zwar kann ich, wenn ich zwei PDFs habe, die Unterschiede mir grafisch darstellen lassen. Haben wir mal gemacht für so ein, wie soll man sagen, Anwaltsbüro. Vertrag wird rausgeschickt, Vertrag kommt zurück mit Unterschrift. Gucken wir mal nach, ob das noch der gleiche ist. Also mal die Unterschiede anzeigen lassen. Achso, du meinst, ob das digital irgendwie der Vertrag verändert worden ist? Ja, gab doch mal diese lustige Geschichte aus Russland. Bank schickt unaufgefordert irgendwie so Kreditkartenverträge an die Kundschaft mit Karte. Kunde muss unterschreiben, hat eine Kreditkarte. Hat ein Kunde doch mal hingegangen, hat den Vertrag geändert. Hat irgendwie die Zinsen auf Null gesetzt, ne, das Limit auf unendlich. Ne, und das der Bank zurückgeschickt. Die hat das akzeptiert. Und dann gab es halt nach Jahren mal einen Rechtsstreit, weil da seine irgendwie Millionen Schulden da mal zurückzahlen, aber stand da, ich muss es nicht zurückzahlen, steht doch im Vertrag. Ne? Darlehen auf ewig. Wer weiß, ob das durchkommt oder so, aber da hat die Bank halt den Vertrag nicht gelesen. So, Split-Beispiel kann ich auch mal zeigen. Also wenn ich jetzt hier ein PDF habe, kann ich jetzt natürlich für jede Seite einen Datensatz anlegen und das auseinandernehmen. Dann kann ich mir auflisten lassen, welche Schriften es auf dem Computer gibt. Machen wir das mal hier. Also sehe ich alle Schriften, die vorhanden sind und kann die entsprechend verwenden, die da sind, oder eben überprüfen, ob die, die ich haben möchte, da sind. Ich kann auch ein Wasserzeichen auf eine Seite machen. Also ich kann einfach so quer drüber schreiben, wie hier unser Demo-Schriftzug von DynaPDF. Ich kann auch ein Bild draufsetzen, so mit Transparenzeffekt. Oder auch einfach mal Text mit Transparenz drüber schreiben. Und formatierten Text kann ich auch ausgeben. Ne, jetzt machen wir mal das Skript hier starten. Eins, fertig. Und das hat jetzt keine Sekunde gedauert. Und er hat 96 Seiten gesetzt. Ne? Und das ist auch mit Formatierung zum Beispiel. Da ist also unterstrichen und so weiter dabei.
Das ist sehr, sehr schnell. Ah ja, und jetzt haben wir noch die Zugpferdbeispiele. Wer also mal einen Kunden hat, der gerne seine Rechnungen in dem entsprechenden Format hat oder gern extrahiert hätte. Ich habe hier die Musterrechnung. Und da sehe ich halt hier erstmal die Anleitung und dann das XML mit den entsprechenden Sachen zu den, also mit den Datensätzen, die halt auf der Rechnung abgebildet sind. Genauso kann ich hier eine Rechnung erstellen mit Dyna PDF und wieder so ein XML einbetten. Wenn man das mal braucht, weil ein Kunde das haben muss, es geht. Also wir können natürlich ganz einfach JSON bauen und wir können natürlich ein vorhandenes JSON auch wieder parsen. Kommt halt immer wieder vor, Webservice mit, also modern ist ja REST, früher war es SOAP. XML bauen, also nee, JSON bauen, da gibt es ganz viele Funktionen. Zum Beispiel hier eine für ein String-Array anzulegen, da übergibt man so viele Parameter, wie man Einträge haben möchte. Oder eben eine Funktion, die erstmal einen Text nach JSON konvertiert, das heißt, der kriegt Anführungszeichen und wenn da irgendwelche Sonderzeichen drin sind, werden die dann schon mal vorbehandelt. Dann legt man ein Objekt an, dann fügt man zum Beispiel einen Eintrag zu dem Objekt hinzu und übergibt den Text. Ja. Das ist alles eigentlich ziemlich, wie soll man sagen, straightforward, also sehr zielführend. Man möchte eine Operation machen, führt die passende Funktion aus. Parsen geht so ähnlich. Ich habe das JSON als Text da liegen. Ich frage einfach mal, gib mir mal den Eintrag First Name und dann sage ich mal, gib mir mal den String, der da drin ist. Und dann schreibe ich den Feld. Da gibt es inzwischen auch noch etwas, dieses get Parse Value oder was. Also der kann dann direkt das rausholen. Dann geht das in einer Zeile. Man könnte es ja sowieso in eine Zeile schreiben. Ja. Mit dem Object-Item bekomme ich ja vielleicht auch was zurück. Da ist ja vielleicht ein Array oder wieder ein Objekt drin. Dann muss ich dann gucken. Da gibt es auch eine Funktion, um den Datentyp abzufragen von dem, was man in dem JSON hat. Und wie gesagt, man kann auch mit den Referenznummern arbeiten. Das ist dann etwas schneller. So, dann haben wir jetzt hier noch ein Beispiel. Da bekommen wir Bestellungen geliefert über eine Web-API und wollen die auseinanderdröseln. Das heißt, der legt hier jetzt 10 Datensätze an. Das ist jeweils das JSON von dem einzelnen Datensatz. Und hier unten schreiben wir jetzt die entsprechenden Bestellnummern und den Status raus. Das heißt, ich kann hier durch diese Bestellung gehen. Und dann sehe ich hier, welche Bestellnummer ich habe, was der Status ist. Und dann sehe ich hier auch noch, wenn vorhanden, den Namen vom Kunden. Das Skript dazu geht folgendermaßen. Wir holen uns aus dem Eingabe-JSON, da wissen wir, da gibt es ein Key Orders, da ist ein Array drin mit den ganzen Bestellungen. Den ganzen Rest ignorieren wir. Wir fragen bei dem Array ab, wie viele Einträge hat es denn? Dann gehen wir in einer Schleife diese Einträge durch und fragen zu jedem halt das Feld Order Number, ja, Customer Status ab. Wenn es da drin dann nochmal ein Feld Customer gibt, dann können wir auch da ein First Name und Last Name rausholen. Wenn es die Felder nicht gibt, kriegt man halt einen leeren Text und muss halt ohne weiterarbeiten. Ist eigentlich nicht so kompliziert. Ja, was habt ihr noch an Fragen? Was interessiert euch? Was wollt ihr gern wissen? Was ich interessant finde, ist der V-Card-Export mit diesem Adressbuch. Ja, eigentlich ist es ja nicht wie, wir schreiben ja keine V-Cards. Die schreiben wir direkt in die Datenbank. So, das ist mein Eintrag. Aber ist das auch möglich? Ja, glaub schon. Muss mal gerade gucken. Da guckt man am besten einfach mal in die Adressbuchfunktion.
Da gibt es hier die VCard Representation. Da bekommt man die VCard. Datei. Moment, das. Ja, gut, ich kriege das Format, das ich kriege. Ne? Moment, ich hole mal. Nein, das macht das Plugin ja nicht selber. Da frage ich einfach bei Apple, gib mir mal. Also da hätte ich erstmal meine Person-ID und dann hätte ich gern die V-Card. Und dann frage ich jetzt mal hier. $P ist die Person, Dateiname ist egal, ich mache mal als Text. So egal. So, und dann mache ich hier mal Dialogfeld und zeige mal den Text an. Und dann sehe ich halt meine V-Card. Ja, das ist die. Das können wir ja auch über das Plugin abfragen. Das Bild. Ich habe das mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das. Mal ganz einfach sagen, entweder packt Apple das Bild mit rein oder nicht. Das, was ich dazu sagen will, das hat einfach nicht funktioniert. Bei irgendwelche Zeichen und Brüche an bestimmten Stellen braucht, damit man das anzeigen kann. Ach, da, Get Image, das ist es. Probieren wir mal gerade aus, indem ich mal hier schreibe und mal gucke, was ich da zurückbekomme, ob da ein Bild drin ist. Da ist schon eins drin. Ach, kann ich das hier nicht sehen? Was ein Mist. Aber ein Bild ist vorhanden, aber es ist nicht in der V-Card drin. Ja, macht er da nicht. Genau, ich kann also, wie man das hier sieht, mit adress.me den Eintrag von mir abfragen. Dann kriege ich halt die Personen-ID und dann kann ich natürlich diese V-Card-Funktion. Generell kann ich zum Beispiel hier, wenn ich Informationen abfrage, kann ich das mit diesem Value for Property. Da gibt es eine lange Liste von Property-Namen, First Name, Last Name, E-Mail. E-Mail ist ein Mehrfachwert. Das heißt, ich muss da durch die Liste gehen und dann alle der Reihe nach abfragen, weil da kann es zum Beispiel eben mehrere E-Mails geben oder auch keine. Und bei der Adresse ist es so ähnlich. Da gibt es auch Adresseinträge, die können auch mehrere sein. Wenn ich eine Person anlegen möchte, baue ich die natürlich auch im Speicher erstmal zusammen. Also erstmal New Person aufrufen, dann den Vornamen setzen, den Nachnamen, den Geburtstag, Notizfeld, dann so einen neuen Mehrfachwert. Da setze ich mal mit dem Workphone-Label Eintrag ein, also eine Telefonnummer für die Arbeit, eine Telefonnummer für daheim, den Primary Identifier, also den Haupteintrag definiere ich hier als die Arbeitstelefonnummer. Dann setze ich diese Telefonnummern alle zusammen ein. Also ich setze das Form-Property und dann wird das Multivalue übergeben. Dasselbe mache ich dann nochmal für die E-Mails mit halt E-Mail-Work-Label und E-Mail-Home-Label und füge das ins E-Mail-Property. Dann kommt hier eine Telefonnummer. Da gibt es mehrere Varianten. Da habe ich auch mal eine Funktion gemacht, die explizit eine Adresse hinzufügt. Aber man kann das auch hier als Liste übergeben mit Key Value. Dann wird der Eintrag gespeichert. Also da wird er hinzugefügt und dann wird das Adressbuch geschrieben. Also Commit auf die Datenbank. Und dann kann ich noch abfragen, welche UID ich denn habe und das Ganze im Adressbuch zum Beispiel anzeigen.
wenn ich später einen Sync machen will, also das Delta Sync, dann muss ich mir die IDs einmerken. Ne? Ja. Da muss man sich die ID merken, wo man es hingeschrieben hat. Dann kann man beim nächsten Start zum Beispiel abfragen, wie die Werte sind, die drinstehen. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, so, dann gibt es hier noch ein Beispiel, der importiert einfach mal eine Liste, also in dem Fall alle Einträge, und der geht halt auch über alle Datensätze und fragt dann immer von der Person die einzelnen Werte ab und schreibt das dann eben in das die entsprechenden Felder. Deswegen ja auch die Idee bei Synchronisation mit dem Adressbuch, zu sagen, ich platziere meine Kontakte alle in eine extra Gruppe, da kann ich im Zweifel auch alle einfach löschen und neu exportieren. Weil ich möchte ja normal nicht mit den Adressen kollidieren, die der Benutzer selber definiert. Wobei das das Adressbuch im iPhone so schlau ist, und wenn es zu einer Person mehrere Karten gibt, werden die zusammen dargestellt. Das heißt also, ich kann automatisch eine betriebliche Karte generieren und privat auch noch eine eigene haben, und die werden dann zusammen dargestellt. Das hat Vor- und Nachteile. Das Synchronisieren ist manchmal ein bisschen Arbeit. Da kann man zum Beispiel mal auf meinem Blog gucken, da gab es einen Artikel zu, muss ich mal gerade suchen. Wenn ich den finde, Style Text. To-Do Reminder Synchronisation. Das hatte ich mal für einen Kunden angefangen, dass wir dem ein Beispielskript geschrieben haben über die Synchronisation von Reminder, also Erinnerungen. Das heißt, das würde man jetzt für die Adressen so ähnlich machen. Das heißt, wir gehen halt hin und gehen in einem Loop über alle Einträge, die wir in der FileMaker-Datenbank haben. Wobei der hier berücksichtigt halt nur alle, die es in der FileMaker-Datenbank gibt. Also wenn ich den im Adressbuch einen neuen anlege, merkt er nicht. Müsste man wieder andersrum, müsste man. Also wie gesagt, jeder, wie es braucht. Ich, bei mir ist FileMaker raus, ja. Und das Adressbuch nur eine Kopie. Ja, das ist auch gut so. Und ich habe hier noch einen zweiten Trick. Ich hab den dicken im Bauch, diesen Spitznamen da. Und da steht bei mir so eine eigene Primary ID drin. Auch eine Idee. Ja, kann man, also so eine eigene ID kann man auch irgendwo bei die Related, gibt es ja so Einträge. Mhm. Beziehungsweise man kann auch einfach als Telefonbuch oder als E-Mail-Adresse, also da kann man ja auch eigene Labels definieren. Ja. Und da kann man natürlich sagen, bei mir liegt die ID immer unter einem bestimmten Eintrag. Also ich nehme Vater, Mutter, gibt es auch noch Cousine und UID als Verwandtschaft. So. Also das Beispiel geht jetzt halt diese ganzen Einträge durch hier und guck nach. Wenn es eine Sync-ID gibt, dann fragt er eben das Modification-Datum ab. Das ist hier die Date-Stamp und das Completion-Datum. Wir können auch bei den Personen im Adressbuch das Änderungsdatum abfragen und somit auch mit einer Suche abfragen, gib mir mal alle, die sich geändert haben seit dem letzten Sync. Das ist schon ganz praktisch. Also hier fragen wir jetzt das Datum ab. Wenn es den Eintrag, also wenn diese Abfrage scheitert, weil es die ID nicht mehr gibt, dann ist er gelöscht. Dann muss man natürlich überlegen, was man macht. In dem Fall wird dann hier dieses Sync-Feld auf leer gesetzt. Wenn jetzt das Datum von der Apple-Datenbank neuer ist als von der FileMaker-Datenbank, dann wird sozusagen zurücksynchronisiert. Wir holen das Notizfeld. Wenn da jetzt hier mit Raute eine Zeit drin steht, dann ist das unsere Dauer, die dieses To-Do gebraucht hat. Das speichern wir hier ab. Ansonsten hat er wohl nur den Text aktualisiert, dann synchron es zurück. Das könnte man jetzt hier jetzt noch mit dem Titel gemacht. Wir fragen den Titel ab. Wenn der sich geändert hat, dann überschreiben wir den auch. Man kann hier natürlich sich überlegen, welche Felder man überhaupt zurücksynchronisiert, und das ist jetzt eine Fleißarbeit, da 20 Felder hinzuschreiben.
Und wenn hier noch das Complete Flag synken wir auch noch, das heißt, wenn completed bei genau da, wenn completed bei Apple und bei uns nicht completed, dann setzen wir auf completed. Das ist hier noch ein bisschen optimiert. Eigentlich müsste man diese ganzen Commits auch, müsste man wieder eine Variable setzen, am Ende zusammen committen. Das wäre besser. Aber entscheidend ist halt hier, hier wird diese Änderung eben nur dann committed, wenn es auch was geändert hat, weil da auf dem Datensatz ja wieder irgendwelche Trigger vielleicht liegen oder irgendwelche Änderungsdatum auch wieder sich ändert. Dass man halt gucken muss, dass man das nur schreibt, wenn es auch geändert ist. Sonst kommt man da vielleicht mit seinen Änderungsdatumsdaten durcheinander. So, befindet sich jetzt der Datensatz nicht in der Datenbank? Nee. Befindet er sich dort, aber ist jünger, nee, älter. Genau, also ist das Datum bei Apple kleiner als das bei uns. Also ist unserer neue in FileMaker, das heißt, wir schieben jetzt hier alle Werte rüber. Das könnte man auch intelligenter machen, aber das geht jetzt einfach hin und überschreibt Titel, Notizfeld und Ablaufdatum und so weiter. Einfach stumpf. Wäre auch irgendwie die Sache, dass man natürlich gucken könnte, was hat sich geändert. Ne? Und so, und jetzt wird hier noch ein neues angelegt. Also wenn das Feld mit der Sync-ID leer ist, dann wird das hier gesendet, gesetzt und dann wird hier noch der Kalendername entschieden und dann gibt es hier für verschiedene Mitarbeiter verschiedene Kalender. Da wird ein neuer angelegt, ein neuer Reminder. Und da wird da natürlich die Werte alle eingetragen mit Priority und mit Completed. Und dann wird er gespeichert. Und dann wird die UID noch abgelegt. Ja. Das Ganze läuft durch über alle Einträge, ein paar hundert oder was. Und dann sind die alle synchronisiert. So, und wie gesagt, das kann auf einem Mac laufen, wo sämtliche Erinnerungskalender von den einzelnen Mitarbeitern alle abonniert sind. Ne? Also man legt für jeden Mitarbeiter einen an, auf irgendeinem Server oder bei Google oder bei Apple oder wo, und tut die dann halt über Subscription, also über Abonnements, für die einzelnen Leute freischalten. Und dann kann jeder Mitarbeiter seinen Kalender halt abonnieren mit seinen Erinnerungen. Ja, und man kann die zentral auf einem Rechner befüllen, auf dem halt alle abonniert sind. Ja. Fragen dazu? Finde ich diesen Artikel hier? Kann ich danach suchen? Oder? Ja. MBS-Plugins runterscrollen. Ja. Ist wahrscheinlich auch als Beispiel in der Hilfe oder so mal gelandet. Ja, wenn ich sowas schreibe, dann wird das natürlich mehreren Stellen zeigt. Aber das schreibt man sich dann quasi fürs Adressbuch genauso wie für Kalendereinträge. Man kann ja auch seine Termine synchronisieren damit. Und wenn man halt irgend so ein Sync-Programm installiert, was das die Apple-Datenbank auf Mac synchronisiert mit der Google-Datenbank, dann kriegt man das auch auf ein Android-Handy. Es kann natürlich auch in Richtung Exchange gesynkt werden. Das gibt ja zig Varianten. Ja. Kennt ihr Core Location? Also erstens kann mir damit der Mac sagen, wo er sich befindet. 50, 8, 3, 8, 30. Also der weiß ziemlich genau, wo er ist. Das ist nur für Mac, ja. Es gibt auch Webservice von Google, um auch so Adressen zu korrigieren. Zum Beispiel kann ich hier mal eine Adresse eingeben. Nassauerstraße 28, Hofheim im Taunus. Mal sehen, wo er das findet. Wie heißt die Straße hier? Nassau-Straße. Ja, hat er gefunden.
Ne, hat also jetzt die Adresse nachgeschlagen in der Datenbank von Apple, für Apple Kartenservice, und hat dann herausgefunden, dass wir im Main-Taunus-Kreis sind, im Gewerbegebiet Wallau-Ost. Ja. Und ich konnte sogar ausrechnen, wie weit das von Berlin weg ist und von New York. So, das heißt also hier kann ich diese ganzen Sachen abfragen. Ich kodiere also eine Straße hier und bekomme dann irgendwann das Ergebnis und dann kommt hier die Show-Infos, die zeigt all die Felder an. Hat den schönen Vorteil, dass ich halt zu einem Adressding die Koordinaten vor allem rausfinden kann. Die habe ich hier. Und wenn ich die Koordinaten mal in der Datenbank habe zu jedem Kunden, kann er auch jederzeit so eine Entfernungsberechnung machen. Oder ich kann, wenn ich eine Koordinate habe, auch zurückrechnen. Also ich trage jetzt mal Latitude, Longitude, trage ich mal hier ein und frage mal, was ist denn da? Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Es sei denn, ich hätte die jetzt genau vertauscht. Das wäre natürlich... Nein, das ist Somalia. Also waren sie doch richtig. Aber ihr müsstet doch irgendwie rauskriegen, was ungefähr in der Position ist hier. Das ist jetzt die Koordinate hier. Also eigentlich hätte das klappen können. Aha. War ich zu genau? Das ist ja interessant. Naja. Gut, also wir können darüber natürlich herauskriegen, was eine Koordinate für eine Adresse hat. So. Ja, ja. So. Und jetzt habe ich hier eine lustige Vorgabe. Und zwar haben wir hier Adressen drinstehen von diversen Apple-Facilities. Und da haben wir dann jeweils die Koordinaten. Da kann ich immer die Adresse nachgucken und kann sagen, was hatte denn da was finden müssen? Mal gerade gucken, was macht das Skript denn? Das mal gerade hinzu. So, also die Adresse hat er gefunden. Das sind die gefundenen Adressen. Und dann haben wir hier direkt noch eine Berechnung über die Distanz von der gesuchten Stadt hier. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eintippen, ich wüsste gern, wie weit Leute weg wohnen von Hamburg, Deutschland. Weil Hamburg wäre vielleicht eindeutig. So, und jetzt kann ich hier überall sehen, wie viel Meter Entfernung das ist. Das ist natürlich quer über den Atlantik immer ziemlich viel. Und die eigentliche Berechnung findet hier statt. Hier wird nämlich dann immer die Distance abgefragt zwischen den Koordinaten von der Adresse und dem globalen Feld mit der Zielkoordinate. Und dann kann ich halt die Entfernung finden. Und sowas mache ich halt immer wieder, wenn ich auf Stammtische oder so einlade, dass ich also in meiner Kundendatenbank suche, wer wohnt denn alles 100 Kilometer drumherum? Den schicke ich dann eine Einladung. Ja. Ich werde die Audit-Funktion noch unterschiedlich. Ah, die Audit-Funktion, ja, die ist auch nett. So, dann nehmen wir doch mal das Beispiel. Das habe ich mal letztens geschrieben, das ist ein bisschen schöner. Also, wir haben eine Audit-Log-Tabelle, das ist die. Da ist schon ziemlich viel drin. Und wir haben hier eine Tabelle, die wir überwachen. Test-Event.
So, jetzt ist mein Bildchen zu klein. Ne? Hier unten stehen auch schon Änderungen. Ah, vielleicht lösche ich das einfach mal. Alles löschen. So, jetzt haben wir eine frische Tabelle. Jetzt gehe ich mal hin und mache einen neuen Eintrag. Und nenne den mal hier Stammtisch. Beide Denkformen. So, und jetzt sehe ich hier, dass allerlei Zeug aufgeschrieben wurde. Der schreibt nämlich für einen neuen Datensatz und schreibt mit für all die Felder, die er gefunden hat, die er überwacht, den Startwert natürlich mit. Und hier unten bei Venue steht jetzt auch die Denkform und der Event ist Stammtisch, weil das habe ich eben eingetragen. Und hier hinten steht eben Field Old Value, steht der Wert, der vorher da stand. Ja. Und wenn ich jetzt weiter hingehe und ändere das und schreibe hier, na, wir treffen uns vielleicht noch Pizza in der Pizzeria, dann schreibt er halt Pizzeria hier ins Log und das steht halt als alter Wert Denkform. Das klappt auch mit Untertabellen. So, mal probieren hier. Wobei die Frage ist, welche Tabellen ich hier alles überwache. Haben wir hier mal einen neuen Task? Ja, da kam schon was. Hallo? So, also habe ich hier den Task, hat er auch mitgeschrieben. Hallo, New Task. Muss das Häkchen ändern. Speichern. Ne, ist jetzt der Status geändert auf Undersigned. Wieder drauf Häkchen machen. So, das Ganze ist auch noch hier so gebaut, dass ich hier unten in dieser Tabelle hier, in diesem Portal noch alle Änderungen an diesem Datensatz eingeblendet bekomme. Das hatten wir nämlich auch bei dem Kunden, der hat nämlich nicht nur das gelockt, sondern direkt noch einen Undo-Knopf angeboten. Ne, weil ich weiß ja hier, welcher Daten, dass in diesem Datensatz hier ein Feld geändert wurde. Dann könnte ich jetzt hier also einen Undo-Knopf bauen, der dann hingeht und setzt dann genau diesen einen Wert wieder zurück auf den, der da unten stand. Könnte man direkt anbieten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze? Ist Magie? Tschüss. Nein, ist natürlich keine Magie. Da gibt es hier in der Datenbank gibt's Tabellen, zum Beispiel die Event-Tabelle. Da gibt es zwei spezielle Felder, nämlich das erste ist ein Zeitstempel. Das ist egal, wie der heißt, es muss auch nicht hier der bestimmte sein. Hauptsache, es gibt irgendeinen Zeitstempel und der wird von FileMaker bei jeder Änderung gesetzt. Das habt ihr bestimmt schon in allen Tabellen, das ist ja irgendwie Standard. So, und dann brauchen wir noch ein zweites Feld, nämlich für die Berechnung, die das Audit macht. Das heißt, in dem Fall wird hier ein Feld berechnet, auch mit einer automatischen Berechnung, gespeicherte Berechnung. Und zwar ruft der Audit Change 2 auf. Bei dieser Changed-Funktion gibt es mehrere Varianten. Die Changed-Variante ist mit Negativliste, die mit Positivliste. Also ich gebe positiv alle Felder an, die ich überwacht haben möchte. Die andere Funktion hat die Negativliste. Das heißt, die fragt alle Felder ab, die da sind, und zieht dann die ab, die ich nicht überwachen möchte. Wobei das hier schneller ist. Weil da muss ich ja nicht erst die Feldliste abfragen. So, jetzt fragt er hier ab, es wird hier diese Audit Timestamp übergeben. Und der einzige Grund, warum das übergeben wird, ist, um diese Berechnung auszulösen, wenn sich dieser Zeitstempel ändert. Ist also egal, wie der heißt, ist auch egal, was drin steht, Hauptsache erinnert sich. So, dann übergebe ich den Namen der Tabelle. Und jetzt folgen die Namen aller Felder, die mich interessieren. Und hier ist noch ein Spezialfeld, das heißt, ich speichere in einem extra Feld Event-ID in der Audit-Log-Tabelle den Datensatz zu dem Event, weil das ist das Feld, worauf mein Portal beruht. Und das Portal zeigt alle an, die gleiche Event-ID haben. Das heißt, wenn ich hier den Task speichere, dann wird hier auch eben eine Event-ID mitgegeben, nämlich aus dem entsprechenden Feld für die Beziehung. Das heißt, auch wenn ich den Task ändere, wird das beim richtigen Event mit angezeigt. Und das ist meine Log-Tabelle hier. Die hat halt jetzt all diese Felder und da ist eben auch die Event-ID drin. Dann kann ich halt auf die Event-ID automatisch verknüpfen und die anzeigen.
Und hier gibt es eine ganze Liste von, ich glaube, 20 oder so Feldern, die ich hier haben kann, aber nicht muss. Zum Beispiel Username ist ja ganz nützlich, IP ist vielleicht auch ganz nützlich, Zeitstempel ist nützlich. Ne? Oder was ich gemacht habe, ich habe hier was geändert. Ja. Ja, das ist halt. Ich kann nur eine Audit-Tabelle haben für mehrere Tabellen. Ja, es muss halt eine Audit. Also das Plugin sucht halt diese Audit-Tabelle in den offenen Dateien. Da muss also nur irgendwo eine Datei offen sein, die muss ja auch nicht sichtbar sein. Das Fenster kann ja auch ausgeblendet sein, wo halt die Audit-Log drin ist. Und es empfiehlt sich, das in eine extra Datei zu legen, weil die Audit-Log wird ja schnell groß und vielleicht möchte man ja regelmäßig die rotieren, indem man sie halt weglegt und eine leere wieder hinlegt. Beziehungsweise nach jedem, was weiß ich, man kann ja einmal die Woche ein großes Backup machen und dann macht man die Audit-Log wieder leer und fängt von vorne an. Dann hat man zwar nicht eine ewige Historie, aber sonst wird die ja irgendwann riesengroß. Weil die speichert ja quasi für jedes Feld, das man ändert, einen Datensatz. Und wenn ich jetzt eine Tabelle ändere, dann muss ich hier entsprechend auf die Audit-Felder ändern. Ja, hier in der Definition bei dem Aufruf, ja, da kann man dann natürlich die Feldliste ergänzen. Das sei denn, ich mache mir ein Skript dafür. Ja, man kann das auch halbautomatisch machen. Das, wenn ich hier mal gucke, change, das ist hier. Genau, hier stehen die Feldnamen zum Beispiel in einem Feld. Also es gibt ein globales Feld mit den Namen des der Felder. Auch eine lustige Idee, kann man dann eben auch über SQL wieder befüllen, regelmäßig. Das heißt, man müsste ein Skript laufen lassen, das kann dann diese ganzen globalen Felder füllen mit den Feldnamen. Ja. Das ist vor allem interessant, wenn man Synchronisation macht. Da schreibt man dann ein Sync-Skript, das man immer wieder benutzen kann, nur dass man die Einträge in der Tabelle ändert. Das ist, hier wird halt Evaluate benutzt, ne, um das hier, was hier zusammengebaut wird, ist dann halt diese Zeile, die dann ausgeführt wird. Ja, das schreibt sich quasi der Code selber. Ne. Ja. Man kann auch über die Privileges das Löschen loggen. Und ihr könnt ja mal gerne den Thorsten fragen, was er von der Audit-Funktion hält. Der hat die nämlich auch im Einsatz. Also hier bei Verwalten, bei der Sicherheit gibt es für den Test die volle Sicherheit. Bei den eigenen Berechtigungen zu den Datensätzen ist das Löschen eingeschränkt durch den Aufruf dieser Audit-Delete-Funktion. Das ist die Möglichkeit, dass das Plugin erfährt, dass jemand was löschen möchte. Das heißt leider nicht, dass es wirklich gelöscht hat. Weil FileMaker fragt ja nur ab, ob er es löschen darf. Und das loggen wir schon. Aber man kann ja nachträglich dann gucken, ob der Datensatz weg ist. Beziehungsweise es geht ja eigentlich immer darum, wenn was fehlt, zu gucken, wo ist es denn hin. Und dann weiß ich halt, wer das Löschen versucht hat. Damit. So, und das geht auch nur, wenn man halt dieses Berechtigungskonto verwendet. So, wenn ich das mal, dann müsste ich hier, Moment, wie heißt denn der Benutzer? Ist der Test? So, jetzt bin ich als Test angemeldet. Jetzt dupliziere ich meinen Datensatz, schreibe mal eine 5 rein und dann löschen wir den. So, und jetzt gehe ich in die Audit Log und gucke mal, da steht Delete zweimal drin. FileMaker hat das sogar zweimal ausgeführt und zwar noch in 2 Sekunden Abstand. Ja. Aber es ist verzeichnet und das ist das Entscheidende. Fragen dazu? So, die erste Enttäuschung ist, es läuft nicht unter FileMaker Go, weil ich da ja kein Plugin habe. Es ist also eher was für Desktop, Mac, Windows. Ne? Es gibt natürlich auch noch jede Menge Audit-Funktionen, das kann ich auch so erzählen, die in FileMaker selber laufen. Dass Leute zum Beispiel eben
ein Feld haben, also im Datensatz selber ein Logfeld haben und dann zum Beispiel bei jeder Änderung am Datensatz die Werte wieder in dieses Logfeld schieben und dann dran immer anfügen, ne, dann wird das halt immer länger. Geht ja auch. Das würde auch mit Go gehen. Ich mache einen Knopf zum Löschen, lege das Skript dahinter. Mit dem Löschen haben will. Ja, das ja. Der User nicht löschen in dem Layout, aber das Skriptmitarbeiter am rechten kann das, aber ich kann vorher noch eigentlich. Ja, dann kommt das nächste, dass ich eigentlich in meinen Datenbanklösungen überhaupt nicht lösche. Ja, das kommt. Ich habe immer einen Löschen-Flag und das wird gesetzt und dann sieht der User diesen Datensatz nie wieder. Dann machen wir auch so. Ist klar, nee, aber jetzt für diese Funktion, ja. Wenn man das so hat. Kann man auch. Und wenn man einen Batch-Import macht, dann sollte man natürlich tunlichst das Audit ausschalten, weil das unglaublich bremst, weil FileMaker dann eben diese Audit-Funktion für jedes Feld aufruft. Und wenn man also irgendwie 1000 Datensätze importiert mit 20 Feldern, dann wird 20.000 Mal das aufgerufen. Das ist ja 20 Mal langsamer, als wenn man erst den Import macht und es vorher ausschaltet und danach wieder einschaltet. Das kann ich ja mal zeigen. Und zwar ist das in der Hilfe auch hier. Und zwar kann man sich da zum Beispiel eine globale Variable festlegen. Hier, sowas wie hier. If audit disabled, dann macht er nichts. Ansonsten macht es. Oder ich kann mir hier eine globale Variable auch eintragen als zusätzliches Feld, damit ich da halt weiß, dass zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel, ob das in einem Skript passiert ist oder nicht, ne, über diese globale Variable. So, dann schauen wir mal SQL an. SQL in FileMaker erstmal. Ja, also ich kann ja SQL-Abfragen, sind immer wieder ganz nett. Ich kann hier irgendeine Postleitzahl angeben, der macht eine SQL-Abfrage, findet raus, wie der auch heißt. Das Ganze ist hier als automatische Berechnung gemacht. Da. Ne, SQL execute select city von zip codes, wo der dann passt. Und das ist noch die alte Variante, die das ohne Parameter macht. Ne. Also moderner wäre sowas wie execute file SQL, vorne noch der Dateiname davor. Und dann wäre das mit Fragezeichen und dahinter käme der Parameter. Und dann würdet ihr das automatisch einsetzen und man hat nicht die Gefahr, dass jemand einem das SQL verhaut. So. Und es klappt direkt nicht. Mal gerade nachgucken. Ist das eine Fehlermeldung? In der Aufruf. Ich habe bestimmt irgendwas falsch angegeben gerade. Execute File SQL. Ach, da kommen noch die Parameter, die Dinger da. Also nochmal, die sind hier optional. 9, 13, hat den Feldtrenner, den Zeilentrenner. Und jetzt, ja, jetzt habe ich es wieder. Ja, also die einfache SQL-Abfragen, dann in der 9. Hier kann man auch den Dateinamen reinschreiben, wenn man das halt nicht der aktuelle ist sowieso. Und dann eben. Ja, Feld- und Zeilentrenner und den Parameter, den wir hier mit dem Fragezeichen angeben. Dann können wir auch Abfragen machen, die den Container zurückgeben. Und das geht nur, weil wir diese Anfragen mit dem Plugin machen. Und das Plugin gibt uns eine Nummer zurück. Unter dieser Nummer können wir das Ergebnis gezielt abfragen, nämlich wie viele Zeilen haben wir bekommen, wie viele Felder haben wir bekommen und dann eben auch den Typ der Felder und den Wert.
Und da dieser Wert in dem Datentyp zurückgegeben wird, den er auch hat, ursprünglich, kann ich eben auch einen Container abfragen und der Container kommt zurück. Ja. Wenn ich das mit einem normalen Execute SQL mache, wird eventuell das nach Text konvertiert. Und dann ist es weg. Ja. Genau, der holt sich nämlich dann hier von der ersten Zeile den Typ und hat sich den Wert von der ersten Zeile und die zweite. Und natürlich auch den Typ. Der ist aber. Ach, der wird nur eine Variable geschrieben. Das heißt, wir lassen das mal im Debugger laufen und machen den Data Viewer an. Dann läuft das und wir bekommen hier die Nummer 37.003. Zwei Felder, eine Zeile und der erste Feldtyp ist Text und der zweite ist Container. Und dann können wir also nicht nur abfragen, was drin ist, sondern eben auch die entsprechenden Werte und die halt in die Felder schreiben. Ja, okay. Und das ist auch eine lustige Sache, Felder in FileMaker erzeugen. Also hier Text und Zahl. Zwei Felder. Gut aufpassen. Add Field. Gucken. Drei Felder. Gut aufgepasst. Klick. Zwei Felder. Drei Felder. Jetzt. Hin und her, ne? Macht Spaß. Wie funktioniert das? Gibt ein Skript hier, add field. Der sagt, alter Table, test table, add my field washer. Damit wird halt ein Feld hinzugefügt. Das funktioniert auch ganz nett. Hat nur ein Problem. Ich habe ein neues Feld. Ich komme nicht ran. Es ist ja in keinem Layout. In keinem Skript, das Feld kommt nirgendwo vor. Nützt also nur was, wenn man eine Datenbank hat mit den Daten, wo man diese Felder eben hinzufügt und hat eine Skripte-Datenbank, die vorher schon auf eine Datenbank mit diesen entsprechenden Feldern angepasst wurde. Also wenn man ein Update macht. Ich hatte also schon Kunden, die das gemacht haben. Die haben also gesagt, wir haben bei uns, legen wir diese Felder an. Wir legen dann die Skripte an, die diese Felder auch benutzen. Dann geht das zum Kunden. Dort wird auch automatisch die Felder angelegt und die Skripte sind schon da. Die Layouts gibt es dann schon. Die verweisen auf Felder, die es dann auch nicht gibt erstmal. Dann werden die Felder angelegt und dann stimmen die Verweise. Ja. Schwierigkeit ist natürlich, dass die IDs passen müssen. Also, weil Felder werden ja in FileMaker über die IDs vergeben. Referenziert. Aber nochmal, wenn man halt in einer Datenbank das anlegt und in der anderen anlegt, dann kriegen die halt dieselbe ID, nämlich die nächste, die frei ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann in FileMaker auch mal eine Funktion, um das zu automatisieren. Ne? Den Wunsch, dass da Updates ermöglicht werden, gibt es ja schon länger. So, was haben wir denn noch Schönes? Ach, SQL nach anderen Datenbanken. Das führe ich am besten immer mit dem MySQL vor, weil das ja so schön lokal ist. Aber vielleicht zeige ich euch erstmal das MySQL, nämlich mit dem Verbinden. Ich baue eine neue Verbindung auf. Ich sage, was ich für einen Client gern hätte. MySQL, SQLite, Oracle, was auch immer. Dann muss ich noch sagen, wo sich diese MySQL Library befindet. Also diese libmysql Client 18 Dylib. Das ist halt für den Mac die Client-Library für MySQL. Die muss irgendwo auf der Platte liegen. Das ist egal wo. Kann auch einfach im Extensions-Ordner von FileMaker liegen. Oder aus dem Container mal eben in Temp-Ordner exportiert werden. Und dann sage ich hier noch vielleicht die eine oder andere Connection-Option.
Und dann mache ich eine Verbindung. Und da übergebe ich eben einen Connection String. Das ist bei MySQL ist es dann sowas wie IP at Datenbankname mit Username und Passwort. Und wenn das alles stimmt, dann lässt er mich rein und dann kriege ich ein OK zurück. Und dann kann ich einen neuen Befehl anlegen mit einer SQL-Zeile, kann ihn ausführen, kann über das Ergebnis drüber laufen und zum Beispiel Datensätze anlegen oder in dem Fall hier wird es alles in Variablen geschrieben und am Ende angezeigt. Oh, das SQL auf. Können eine Datenbank anlegen, können einen Datensatz exportieren, können auch wieder importieren. Jetzt haben wir 4. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das geht. Also beim Anlegen von MySQL öffnen wir erstmal die Datenbank. Neue Verbindung, Client ist SQLite. Wir konnektieren und dabei übergeben wir einfach nur den Pfad zu der Datei. Wenn die noch nicht existiert, würde sie angelegt werden. Wenn wir aber eine neue Datenbank haben wollen, dann führen wir hier noch einen Befehl aus. Wir sagen nämlich das Textencoding, das wir gerne hätten, damit SQLite das benutzt, UTF-8. Und dann legen wir eine Tabelle an mit den entsprechenden Feldern, die wir haben wollen. Das ist jetzt passend zu dem Beispiel in der FileMaker. Wird ausgeführt, wird committed, wird wieder freigegeben aus dem Speicher und damit ist dieses Skript zu Ende. Das Export-Skript geht hin und öffnet erstmal die Datenbank über das andere Skript und dann macht es halt ein Insert-Statement. Und hier werden halt Werte übergeben. Also hier wird ein Datensatz in das Feld, in die Tabelle Test eingefügt. Name, First Name, Last Name, also mit den einzelnen Feldnamen. Und die Values sind hier Platzhalter 1, 2, 3, 4, 5. Und dann werden hier halt Z-Parameter als Text, werden diese Nummern übergeben, um die Felder zu füllen. Dann ein Execute, führt es aus, Commit, speichert es auf der Zieldatenbank und dann free. Langsam werde ich müde. Gibt es da Fragen dazu? Einfach, zielführend, verständlich. Nee, oder ich hin. Man schreibt das ja, sowas schreibt man ja in PHP, in was weiß ich, mit dem Plugin in FileMaker, vielleicht schreibt man es auch in Sojo oder in C++, ne, das sind ja immer die gleichen Sachen. Die Funktionen heißen ein bisschen anders, Parameter werden manchmal anders übergeben, aber letztendlich ist es immer das Gleiche. Import ist so ähnlich, ein neuer SQL-Befehl, in dem Fall Select Sternchen vom Test, sehr einfach. Wird ausgeführt, damit mit Fetch Next immer der nächste Datensatz geladen. Und dann kann man halt die einzelnen Felder abfragen. Und dann definiert man halt durch die Funktion, was man gerne haben möchte, eben als Text, als State, als Float. Ja. Und Auto machen. Ja, Fragen dazu? Dazu nicht, aber grundsätzlich habe ich mal vom Freund gehört, dass man, wenn man SQL-Abfragen macht, also auch im FileMaker direkt, dass man sehr aufpassen muss, dass alle Daten aktualisiert sind. Also ihm ist vorgekommen, dass er eine Liste sich ziehen wollte der hat mir das so erklärt, dass solange ich quasi, also der sichere Weg ist, dass ich auf das entsprechende Layout draufstehe, weil in dem Moment muss FileMaker Daten updaten vom Server, damit er den aktuellen Stand hat. Und das ist bei SQL, wenn man einfach... Das kommt erstmal drauf an. Das Problem ist eher, wenn man in FileMaker einen Datensatz zu bearbeiten hat, dann muss FileMaker immer alle Daten vom Server holen und das SQL lokal machen. Mhm.
Das ist viel langsamer, als wenn das SQL auf dem Server direkt läuft. Ja. Und wenn man halt einen SQL-Befehl hat und hat in FileMaker jetzt keine Datensätze bearbeitet, dann kann der es am Server ausführen.